CropFM, Ausgabe Nummer 529. Wir schreiben den 28. Juni 2024. Mein Gast heute Abend ist Marcel Polte und es geht um das Alien-Projekt. Mein Gast Dr. Marcel Polte war rund 15 Jahren in internationalen Wirtschaftskanzleien tätig. Neben seinem Anwaltsberuf arbeitete er auch erfolgreich als Heilpraktiker für Psychotherapie in eigener Praxis. Die Erfahrungen mit dem menschlichen Unterbewusstsein aus seiner hypnosetherapeutischen Arbeit nutzte er auch bei seiner Forschung auf dem Gebiet der Abduktionsforschung. Ich freue mich sehr, dass er heute wieder mal mein Gast ist. Hallo Marcel. Hallo Tarek, grüße dich. Danke für die Einladung. Freut mich sehr, dass du sie angenommen hast. Mhm. Ich habe das Buch gelesen, das Alien-Projekt. Wer sich da jetzt irgendwie Antworten auf die Frage wünscht, was hier eigentlich abgeht, den muss ich enttäuschen. Also es erwartet uns eigentlich nur noch mehr Verwirrung, oder? Die Antworten gibt es dann nur auf einem Bezahlkanal. Keiner. Genau. Es ist tatsächlich so, wir werden ja heute drüber sprechen, das ganze Phänomen ist natürlich sehr komplex. Gerade bei meiner Forschung merke ich das auch, weil ich ja in verschiedenen Bereichen forsche, die so, ja, ich sag mal, nicht üblich sind, dass man das, ja, sich diese verschiedenen Aspekte anguckt von Phänomenen. Und genauso zeigt sich das halt auch in dem Buch, über das wir heute sprechen. Da gibt es sicher auf Teilfragen auch Antworten, aber das Ganze bleibt weiterhin ein Rätsel. Also insofern hast du da völlig zu Recht gesagt, die ganz großen Antworten werden wir heute nicht liefern. Nein, werden wir nicht. Aber viele neue interessante Fragen aufwerfen, glaube ich. Und wie du eben sagst, vielleicht manche auch ein bisschen aufklären können. Oder ja, wir werden sehen. Clara Wolf ist die Autorin des Buches, um das es heute geht, in dem sie ihre zum Teil verstörenden Erlebnisse, die sie eigentlich seit ihrer Kindheit gemacht hat, kann man sagen. Also das Buch beginnt ja irgendwie mit einer Beschreibung, als sie noch mit ihrer Mutter zusammenlebt, das Kind, und dann eben später mit ihrem Mann und ihren beiden Töchtern. Ihr habt euch noch nie getroffen, richtig? Wir haben uns tatsächlich noch nie physisch getroffen. Hat jetzt keinen besonderen Grund, weil sie einfach, wir wohnen recht weit auseinander. Sie ist Mutter insofern und auch berufstätige Mutter, also insofern in Job und Familie voll eingebunden. Und da hat sich irgendwie bislang noch nicht die Möglichkeit geboten. Wir hätten uns ja fast treffen können bei einem Kongress zum Thema, wo ich auch einen Vortrag gehalten habe. Aber andererseits ist das gar nicht ihr Wunsch da, in dem Kontext in Erscheinung zu treten. Also selbst wenn sie da nicht selber redet, ist natürlich ein gewisses Risiko. Man denkt sich dann schon, das ist die Autorin und sie will absolut nicht in die Öffentlichkeit, will da im Hintergrund bleiben. Geht hier weder um natürlich finanzielle Aspekte noch irgendwie Ruhm und sonstige Dinge, sondern schlichtweg darum, wie du schon gesagt hast, seit der Kindheit gibt es da sehr viele außergewöhnliche Erfahrungen. In ihrem Fall halt tatsächlich in einer Häufigkeit, die man so aus anderen Erfahrungsberichten eher nicht kennt oder vielleicht sogar auch gar nicht kennt bisher. Und es war ihr einfach ein Anliegen, und da kommen wir auch noch sicher drauf zu sprechen, ob das vielleicht nur nicht nur ihr Anliegen war, sondern auch von gewissen Einflüssen, die da im Hintergrund wirken, das Ganze zu Papier zu bringen. Und letztendlich war ich da auch nicht unbeteiligt dran, da ich ihr den Rat anfangs gegeben habe, da Dinge aufzuschreiben, zu zeichnen, aber da können wir später noch näher drüber sprechen. Wie kam eigentlich der Kontakt ursprünglich zustande zwischen euch beiden? Ja, das kam dadurch zustande, dass ich ja, wann war das, 2017, meine ich, ein Buch veröffentlicht habe, das sich Grace nennt, Untertitel Entführungen in Deutschland, wo ich auf dieses sogenannte Abduktions-, also Entführungsphänomen, das sozusagen behandelt habe in einer, ja, länderübergreifenden Forschungsarbeit. Also ich habe mir die
vor allem die US-amerikanische Forschungsliteratur. Da gibt es sehr viel aus den 80er und 90er Jahren zu dem Thema dieser angeblichen Kontakte mit fremden Wesen, letztlich den Insassen der sogenannten UFOs oder UAPs. Das angeschaut, was es da so gab an Literatur und das dann auch abgeglichen mit den deutlich wenigeren Büchern aus dem deutschsprachigen Raum. Auch da konnte man schon erkennen dann in diesem ersten, in dieser ersten Literaturrecherche, dass da natürlich sehr viele Übereinstimmungen sind, sich Muster zeigten bis hin zu übereinstimmenden Detailbeschreibungen. Und weil mir auch das noch nicht reichte, habe ich mich dann mit der Technik der Hypnose befasst, weil ich schon in diesen ältesten US-amerikanischen Büchern zum Thema, beispielsweise von Bud Hopkins oder Professor John Mack, erfahren hatte, dass man mit diesem Werkzeug der Hypnose, was letztendlich nichts anderes ist, man führt einen Menschen in einen, in einen sehr tiefen Entspannungszustand. In der Regel ist dieser Mensch aber nicht, wie viele glauben, dann irgendwie ausgeschaltet und irgendwie ein willenloses Werkzeug, sondern tatsächlich der Proband ist dann lediglich tief entspannt und kann sich eben in diesem entspannten Zustand besser an Dinge erinnern als in seinem üblichen normalen Wachzustand. Man kann es so ein bisschen vergleichen mit dem gegenteiligen Effekt, wenn jemand, also sich vielleicht aus seiner oder sie aus seiner Schulzeit, wenn man eine Klausur oder Arbeit schreiben musste, am Vortag oder vielleicht noch zwei Stunden vorher, konnte man den ganzen Stoff und dann in dieser Stresssituation blockiert man und einem fällt nichts mehr ein. Und genau in die andere Richtung kann man sagen, geht das dann in so einer sehr tiefen Entspannung, dass eben das Erinnerungsvermögen gegenüber dem üblichen sehr stark erweitert ist. Da mögen noch andere Effekte eine Rolle spielen, aber das war sozusagen eine ganz frühe Erkenntnis der Forscher auf diesem Gebiet, dass man eben mit diesem Mittel an Erinnerung, an diese außergewöhnlichen Erfahrungen rankommt. Und das führte mich dazu, dass ich eben auch mit dieser Technik dann arbeiten wollte, mir die Technik der Hypnose auch angeeignet habe und aber auch gemerkt habe, das ist ein wunderbares Werkzeug, um damit auch therapeutisch arbeiten zu können. Beispielsweise mit Angststörungen, mit Änderung von Verhaltensmustern, ob es jetzt Rauchen ist oder Essen oder was auch immer. Und habe dann auch eine Zulassung als sogenannter Heilpraktiker für Psychotherapie erworben. Das heißt, ich durfte dann mit dieser Technik auch therapeutisch arbeiten, was in der Tat sehr erfolgreich war in der Sache. Also man konnte in meist 1 bis 2 Sitzungen Probleme lösen, die Klienten da oft schon ihr ganzes oder halbes Leben oder zumindest sehr lange begleitet hatten. Und habe dann aber auch diese Technik benutzt. Das war mein eigentliches Anliegen, um mit mutmaßlichen Betroffenen aus Deutschland zu arbeiten, um quasi mich selber auch nochmal zu überzeugen, gibt es solche Erfahrungen? Kann ich hier dem glauben, was da in der vor allem amerikanischen, aber auch deutschen Literatur zu dem Thema steht? Und das hat sich dann verkürzt gesagt gezeigt, dass man solche Fälle eben auch in Deutschland hat mit Personen, die fast gar nichts oder wenig von dem Thema vorher gehört hatten, aber wussten, sie machen merkwürdige Erfahrungen, wo dann eben auch gerade im Rahmen von solchen Hypnosesitzungen viel mehr Einzelheiten rauskamen. Und darüber habe ich dann letztendlich 2017 dieses Buch Grace geschrieben, quasi eine Auswertung dieser Forschungsarbeit. Und über dieses Buch ist dann Clara Wolf, die sich schon lange gefragt hatte, was mit ihr passiert und auf der Suche nach Antworten war, auch schon andere Stellen aufgesucht hatte, hatte sich dann, weil da meine E-Mail-Adresse angegeben war, an mich gewendet mit der Frage, ob ich ihr irgendwie da weiterhelfen kann mit ihrem Problem. Und so kam der Kontakt zustande und am Ende dann eigentlich eine jahrelange, sehr intensive Zusammenarbeit, auch wenn wir uns sozusagen persönlich bislang nicht getroffen haben. Und man muss sagen, auch keine Hypnose-Sitzung, logischerweise. Wobei die hätte man auch über die Ferne, also online durchführen können, gemacht haben, weil sie das schlicht nicht wollte und eigentlich auch bislang nicht nötig war. Haben wir trotzdem sehr eng uns ausgetauscht, telefoniert, Sprachnachrichten auch per Skype gesprochen, so dass ich über die Jahre hinweg schon viel, sehr viel mitbekommen habe, was da so bei ihr passiert. Also, Du warst viele Jahre mit ihr eigentlich bereits in Kontakt. Übrigens zu dem Buch, das sehr spannende Buch, Grace, gibt es auch eine eigene Sendung im Archiv. Mhm. Und
Ja, also das heißt, eure Beziehung hat sich, eure fern therapeutische Beziehung, ja, kann man das so nennen? Oder? Ich würde es noch nicht mal therapeutisch sagen. Ratfragend. Sagen wir unsere gemeinsame Suche nach Antworten müssen wir uns eigentlich umschreiben. Es ist weder mehr noch weniger. Also es war nie mein Wunsch oder auch ihr oder mein Anliegen oder der Wunsch ihrerseits, dass sie da therapeutisch Hilfe bekommt, was in der Tat auch nicht seriös wäre, wenn man das aus der Ferne macht. Da sollte man schon das in einer Vorort-Sitzung dann durchführen. Aber eben schrittweise vielleicht Antworten zu bekommen auf das, was ihr passiert. Auch ihr sozusagen aus meinem Erfahrungsschatz durch die anderen Kontakte, die ich habe oder auch durch meine Recherchen mir vielleicht Dinge bekannt vorkommen, wo ich ihr Tipps geben kann, sowas haben andere auch erlebt oder dieses oder jenes könnte dahinter stecken. Und so hat sich das über die Jahre hinweg entwickelt. Und schon, ich weiß gar nicht, wie lange das her war, nach einigen Monaten, nehme ich mal an, vielleicht war es auch ein Dreivierteljahr, als ich merkte, das, was sie mir berichtet, das ist so nicht nur bizarr, auch so häufig, dass sie solche außergewöhnliche Erfahrung hat, dass ich da selber den Überblick dann irgendwann drohte zu verlieren, gab ich ihr sozusagen den Ratschlag, schreib doch mal auf, wenn was passiert, gerade wenn es in der Regel ja so ist, dass sie nachts dann offenbar ein Erlebnis hat und sich morgens dann bruchstückhaft noch dran erinnern kann, was da in der Nacht passiert ist und das auch aber sehr schnell in Vergessenheit geraten kann. Auch das ist ein recht übliches Phänomen bei Betroffenen, dass solche Erinnerungen dann sehr schnell wieder verblassen. Und so begann sie damit quasi tagebuchartig, sich immer das aufzuzeichnen oder aufzuschreiben, so rum, was sie da erlebt hatte. Und parallel sagte ich ihr auch, es wäre sicher hilfreich, wenn du auch gleichzeitig versuchst, Dinge, die du wahrgenommen hast, zu zeichnen, sofern das Sinn macht, weil es natürlich wesentlich einfacher ist, etwas, was einem unbekannt ist, zeichnerisch, wenn man da zumindest ein gewisses Talent für hat, zu Papier zu bringen, als es dann mit Worten zu umschreiben. Und beides hat sie dann auch gemacht. Also sie war vorher, muss man sagen, weder eine geübte Autorin oder Schreiberin, noch eine geübte Zeichnerin. Und die Zeichnungen wurden dann aber von Monat zu Monat, kann man sagen, geübter. Sie hatte da einfach eine gewisse Routine. Und das Schreiben ging auch flüssiger, wobei am Ende muss man sagen, als wir dann zum Ergebnis kamen, wir haben jetzt so viel Material zusammen, so viele quasi Tagebucheintragungen und Zeichnungen, die Zeichnungen waren, also gingen in die Dutzenden irgendwann, dass wir gesagt haben, da kannst du eigentlich jetzt auch ein Buch draus machen. Und da muss man sagen, natürlich der Schritt von Aufzeichnungen und eher in tagebuchartiger Form zu einem Buch, was lesbar ist. Das war nochmal ein großer Kraftakt, wo ich auch ihr da beiseite stehen musste oder unterstützen musste. Gegengelesen habe immer wieder, dass bestimmte Abschnitte für mich noch nicht verständlich sind und damit dann auch für den Leser nicht verständlich wären, die wir dann zum Teil mehrfach noch überarbeitet haben, bis es dann in eine Form gelangt ist, die so man ja einem Verlag anbieten konnte. In dem Fall war es dann der Osiris Verlag, der das auch sehr, sehr schnell und sehr gut umgesetzt hat. Letztendlich ist es natürlich, muss man sagen, kein literarisches Meisterwerk. Das war nie gedacht. Das würde es nie werden. Aber es geht hier vor allem halt um die Inhalte, die sie da versucht zu transferieren. Und auch darum, dass sie dabei möglichst auch noch authentisch bleibt. Man merkt das auch in ihrem Schreibstil. Das ist sie, die da schreibt. Da verstellt sie sich nicht. Sie ist, also kann ich sagen, vom Charakter eine grundehrliche, gutmütige Person. Und das liest man so auch zwischen den Zeilen durch. Und das sollte einfach ein ehrlicher Erfahrungsbericht sein, ohne da jetzt was Bestimmtes mit zu bezwecken. Und ja, das führt da am Ende zu diesem Buch dann. Genau, also Clara ist keine, also das ist auch ein Pseudonym, wie du, glaube ich, schon erwähnt hast. Clara ist also keine professionelle Schreiberin, merkt man auch jetzt an dem Buch, aber um das geht's auch gar nicht, wie du sagst, ganz richtig. Es ist genau deshalb, weil es so
direkt geschrieben ist, eine sehr unmittelbare Erfahrung, die man da irgendwie macht. Ja. Es ist ein interessantes Buch, also sehr ungewöhnlich. Etwas zerrissen, also es sind halt so Episoden, die irgendwo in eine Chronologie gebracht, so aneinandergereiht wurden. Aber ja, man bekommt einfach Einblick in eine Erfahrungswelt, die zum Glück nur wenige machen, muss ich da fast sagen. Wahrscheinlich. Du hast vielleicht noch kurz zum Thema Hypnose. Ja. Mhm. Also Clara, auf das möchte ich auch noch zu sprechen kommen, die hat sich selbst noch nie hypnotisieren lassen, aber du arbeitest, wie du ja sagst, sehr viel mit Hypnose. Ja. Und da kommt es, also ich habe mir da notiert, Kommunikation mit fremden Entitäten. Ich glaube, du erwähnst das auch in der Einleitung oder was in unserem Vorgespräch. Wie kann man sich das vorstellen? Spricht dann plötzlich eine fremde Entität durch den in Trance befindlichen Klienten oder Klientin? Ja, in der Tat war das ein Phänomen, was mich selber sehr überrascht hatte. Und zwar war, wie gesagt, die Intention der Hypnose von Anfang an eigentlich nur, dass man an Erinnerungen kommt, im Kontext dieser Kontakterfahrungen, an die sich der Betroffene in seinem üblichen Wachzustand nicht erinnern konnte. Und das hat nicht immer, aber in vielen Fällen auch dann zu Ergebnissen geführt, dass sich dann in diesem entspannten Zustand, das waren männliche, weibliche, junge, alte, also wirklich eine ganze Bandbreite von Betroffenen, mit denen ich dann über die Jahre zu tun hatte und gearbeitet habe, hat sich dann auch bestätigt. Und bei ein Fall war sozusagen der Startschuss. Ich weiß noch, das war damals, da war ich noch bei der IGAAP aktiv, diesem Forschungsverein, den Ilopran von Ludwiger gegründet hatte. Und da hatte uns dann eine Betroffene mit Begleitung aufgesucht und wir haben eine Sitzung durchgeführt, wobei der Ilopran von Ludwiger bei der Sitzung dann nicht im Raum mit war, aber ich hatte es dann aufgezeichnet, war, glaube ich, einfach zu voll dann. Und passierte es das erste Mal, dass ich eigentlich nur erwartet hatte, gibt eine Beschreibung von möglichen Erfahrungen. Und auf einmal diese Person, das war in dem Fall eine Frau, ihre Art zu sprechen änderte oder diese Art zu sprechen sich geändert hat. Und sie auf einmal davon sprach, in der Wir-Form, ja, wir haben das so und so und wir befinden uns dort und so. Und da dachte ich, ja, das jetzt hört sich jetzt irgendwie komisch an, ich kann da ja gar nicht folgen. Und irgendwann ergab sich dann, verstand ich dann, was da passiert, dass in dem Moment eben sie nicht mehr sprach, scheinbar, sondern dann die Wesen, mit denen sie Kontakt hatte, offenbar eine Kommunikation durch sie hindurch mit mir führten und dabei alle möglichen Dinge auch berichteten. Da waren wir alle sehr überrascht, die dabei waren und hatten auch Schwierigkeiten, das einzuordnen. Ich selber war auch skeptisch und hatte überlegt, ist das jetzt irgendwie eine merkwürdige psychische Störung gewesen, die da zum Vorschein kam oder was war das? Und dann passierte aber etwas noch Merkwürdigeres, nämlich von dem Zeitpunkt an passierte das in mehreren Sitzungen relativ kurz hintereinander, dass immer wieder so ein Kontakt möglich war. Nach den ersten Malen, nachdem das dann so erfolgt war und so eine Kommunikation stattgefunden hatte, merkte ich auch, man kann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, offenbar auch so einen Kontakt relativ leicht oder so eine Kommunikation herstellen. In dem Fall waren das immer diese sogenannten Reptiloiden oder vielfach diese Reptiloidenwesen, die da kommunizierten. Und ich sag mal, durch die Häufigkeit dieser Kommunikationen fiel es mir dann auch leichter, das als gegeben hinzunehmen, dass es tatsächlich offenbar eine Kommunikation war. Wobei man natürlich sagen muss, man weiß selbstverständlich nie, selbst wenn es eine Kommunikation ist, mit wem man da kommuniziert hat, kann sich ja alles Mögliche als irgendwas ausgeben. Aber es schien mir schon recht gesichert, dass es eben Kommunikationen sind, weil es auch keinen Grund gab, warum sollten jetzt auf einmal Personen anfangen, wo wir doch nur an die Erfahrung ran wollten,
da in der Ich-Form sich als fremdes Wesen auszugeben. Und die liefen auch recht unterschiedlich ab. Zum Teil war es dann so ein bisschen bedrohender Charakter, der da in der Art der Kommunikation zum Ausdruck kam. Bei einem, das war der erste Fall, wo ein Reptiloider sich gezeigt hat, sah ich auch kurz dann nach der Hypnose bei diesem jungen Mann so schlitzförmige Pupillen, wie es. Und das Interessante war, nach dieser Beobachtung traf ich dann mehrere Personen oder es waren Personen, die ich schon kannte, die mir das dann von sich aus erzählten, die ebenfalls diese Beobachtung gemacht hatten bei anderen Menschen, dass auf einmal die Form der Pupillen sich eben verändert hatte, was für mich nochmal so eine indirekte Bestätigung war. Ich habe mir dann im Moment nichts eingebildet, zumal ich auch gar nicht so eine Erwartungshaltung hatte. Es war auch, muss man sagen, nur ganz kurz, aber mehrmals kurz hintereinander, dass sich da die Pupillen so veränderten. Und ja, das war dieses Thema dieser Kommunikationen. Und erst danach fiel mir auch auf übrigens, dass in der amerikanischen Fachliteratur, die ich eigentlich sehr gut kannte, aber natürlich mir auch nicht in das Detail dann gemerkt hatte, dass auch dort schon vor Jahrzehnten solche Kommunikationen bei, ich sag mal, renommierten Forschern auf dem Gebiet auch für diese damals sehr überraschend auch schon vorgekommen waren. Also zum Beispiel bei Professor John Mack, bei, wie heißt da, der den Fall Betty Looker betreut hat, Raymond Fowler. Auch da gab es da schon, dass offenbar, und das waren oft Fälle, die wirklich über Jahre begleitet wurden, es einen Switch gab von bloßen Erlebnisberichten zu einer solchen Kommunikation. Ja, das sind wirklich sehr gruselige Dinge, was immer dann jetzt wirklich dahinter steht. Ne? Man kann natürlich nie ganz ausschließen, dass es sich da einfach um eine Persönlichkeitsstörung handelt, aber ja. Genau, das kann man in der Tat nie sagen, wobei in dem Fall war es halt merkwürdig, weil es plötzlich losging und dann ja verschiedene Personen waren, die sich natürlich auch nicht untereinander kannten. Also dann hätten die sozusagen alle auf einmal eine merkwürdige Persönlichkeitsstörung entwickelt haben müssen oder vorher schon gehabt haben. Und das trat dann auch nach einer gewissen Zeit nicht mehr so auf, muss man sagen. Hoaxes können das natürlich auch sein, aber wenn die jetzt zu dir kommen und ja. Ja, bringt also, ja dann nicht so viel eigentlich. Aber, ja. Nee, das eigentlich, das schließe ich aus. Das waren auch zum Teil Betroffene, die wiederum andere Personen, die ich bin vertraue, auch schon lange kennen und mit denen zusammengearbeitet haben. Im Einzelfall kann man es natürlich nie ausschließen, in der Summe glaube ich eher nicht. Ja, wen das interessiert, ich habe diese Kommunikation zum Glück dann auch immer aufgenommen mit Einwilligung der Betroffenen und dann auch natürlich mit Einwilligung in meinem Buch Dunkle Neue Weltordnung Teil 2 komplett auch abgedruckt, weil einfach ja einige Inhalte waren da schon sehr auch interessant und das war natürlich für mich auch so ein bisschen die Messlatte. Bei diesen Kommunikationen sind da Inhalte, die, ja, ist schwer zu beschreiben, eine gewisse ja Einzigartigkeit aufweisen, wo man jetzt nicht sagen würde, also ich hätte das zumindest nicht gekonnt, da denkt sich jemand spontan irgendwas aus, was sich interessant anhört oder so. Ja, das waren schon sehr, zum Teil sehr ungewöhnliche, abgefahrene Informationen, die da durchgegeben wurden. Ich meine, besonders spannend wird es natürlich, wenn derjenige in diesem Zustand dann Dinge sagt oder wenn dann diese Entität, diese angebliche, dann Dinge sagt, die betreffende Person gar nicht wissen kann. Hattest du schon solche Fälle? Oder? Tja, das ist natürlich insofern schwer zu sagen, weil es in der Tat in vielen Fällen Dinge waren, die dieser Mensch nicht hätte wissen können. Nur die Frage ist, in der Regel lässt sich das nicht überprüfen, ob das jetzt Informationen sind, die auch wahr sind, auch wenn die sich vielleicht spektakulär und stimmig vor allem anhören. Es gab so Kleinigkeiten, also zum Beispiel bei diesem allerersten Channeling, wo dann ein Reptiloider sich zeigte, sprach er davon, es würde einen Krieg geben. Und dann fragte ich ja, mit den Menschen oder was? Nee, die Menschen, die wären nur Zuschauer dabei, die hätten da nichts zu sagen zwischen, ich glaube, den Reptiloiden und den, ich glaube, er sagte, die großen Weißen. Das stünde aber noch nicht fest, das müsste noch entschieden werden. Und dann fragte ich so, ja, wer entscheidet denn das? Und dann meinte er ja, die Neuen.
dann macht ich, was ist denn jetzt, wer sind die neuen? Ja, irgendwie, das wäre ein so ein Rat, so ein Gremium. Die neuen, ja, ja. Genau. Und also zu dem Zeitpunkt sagte mir das gar nichts. Und sehr kurze Zeit später bin ich dann auf das Buch gestoßen, das heißt Planet der Wandlung, wo in dem Channelings auch wiedergegeben sind, die eine Forschergruppe über einen sehr langen Zeitraum von also mehreren Jahren, es war mal nicht immer dass diese selbe Frau, die da gechannelt hat, gesammelt hat. Und dort wurde auch eben dieser Rat der Neuen sehr prominent immer wieder erwähnt. Und interessant war, in einem anderen Channeling wurde mir gesagt, ja, der Kontext war, ich fragte, wie diese Wesen denn aussehen würden. Und sie sagten, ja, ähnlich wie in dem Film Avatar, nur irgendwie kleiner und eher ja durchscheinender und weniger materiell. Und dann merkte ich nur irgendwie an, ja, das ist ja merkwürdig, dass sie jetzt da irgendwie ähnlich aussehen wie die Wesen in Avatar. Und dann sagten sie, ja, den Drehbuchautoren würden auch gewisse Ideen eingegeben werden und auf die Weise entstehen dann halt auch Filme. Und ich meine, sie haben auch Star Wars angesprochen oder Star Trek angesprochen. Und in diesem Buch Planet der Wandlungen wiederum las ich, dass zu dieser Forschungsgruppe auch ein ja sozusagen Nicht-Forscher gehörte, nämlich der Gene Roddenberry, der Erfinder von Star Trek. Ja, so dass man ja Gene Roddenberry ist eine äußerst interessante Figur, ja. Und ja, aber genau. Auch George Lucas, also auch Star Wars sagt man nach, dass die da inspiriert wurden. Ich meine, es ist natürlich jetzt eine andere Interpretation ist halt, dass diese vermeintlichen Channelings sich ganz einfach von diesen Filmen inspirieren und wenn man das dann so umdreht, aber ja, in dem Fall waren natürlich beides. Channelings vorher, genau. Da, also jetzt die Channelings, wo der, das war halt das Interessante, dass scheinbar tatsächlich Gene Roddenberry von dieser Teilnahme bei den Channeling-Sitzungen inspiriert wurde, wobei man da tatsächlich auch nochmal gucken müsste, das kann man genau gut vorstellen. Sein erster Film. Aber das liegt schon sehr lange zurück, dass diese Forschung da durchgeführt werde. Da war auch dabei dieser, wie heißt der, auch sehr bekannt in der parapsychologischen Szene, Puhach, glaube ich, oder so ähnlich. Ja, Uri hat er, glaube ich, geschrieben, das Buch, ne? Über Uri Geller. Ja, ich glaube, genau, der war auch da einer von den Leuten. Naja, und das war eben dieses Thema dieser Kommunikationen. Laut Illobrand von Ludwig ein absolut faszinierendes Buch, ist aber schwerst vergriffen, ja. Also Uri. Welches das? Uri. Uri. Ah ja, okay. Illobrand von Ludwig hat natürlich von Channelings eher wenig gehalten, bis gar nichts. Sagte, das wäre eher so, wie hat er es immer genannt? Hat das mit diesen Seancen aus den 20er Jahren in Verbindung gebracht. Ich habe das etwas anders gesehen oder sehe das etwas anders, weil wenn man natürlich bedenkt. Puharich, glaube ich, heißt er, genau, wie genau. Mezzo Fortiana völlig richtig schreibt. Vielen Dank. Genau, der gehörte zu dieser Planet der Wandlung Forschungsgruppe. Und wenn man natürlich bedenkt, dass diese Kommunikationen mit fremden Wesen gemäß den Erfahrungsberichten in der Regel ja immer telepathisch ablaufen und wir davon ausgehen können, dass Telepathie höchstwahrscheinlich ein Raum- und wahrscheinlich auch zeitloses Phänomen ist, dürfte es natürlich auch nicht verwundern, dass eine telepathische Kommunikation oder eine quasi telepathische dann über Betroffene, die ohnehin einen Kontakt zu diesen Entitäten haben und da vielleicht eine engere Verbindung auch haben, vielleicht auch genetisch andere Merkmale aufweisen, dass sowas möglich ist. Und mir hat eine sehr bekannte Forscherin aus den USA das auch nochmal bestätigt, dass sie da selber sehr erstaunt war, dass diese Kommunikation offenbar recht einfach und häufig möglich sind. Das ist die Nichte von der Betty Hill, diesen bekannten Fall aus den 60er Jahren, Barney und Betty Hill, quasi der erste sehr prominente Entführungsfall. Ja. Und die Nichte, wie heißt sie nochmal, muss ich gleich nochmal nachsehen, die war lange oder vielleicht ist es jetzt auch noch sehr aktiv bei der amerikanischen UFO-Forschungsgruppe, da speziell für den Sektor, der sich da mit den Kontakterfahrungen befasst hat, auch mehrere Bücher geschrieben
und also hat jahrelange Erfahrung und sehr ja, gute Kontakte auch zu Militärleuten. Und die hat das auch nochmal so bestätigt, wie gesagt, dass diese Kommunikation offenbar einfacher ist, als wir so glauben würden und häufiger auch vorkommt. Ja. Ja, faszinierend. Wie überhaupt Channelings. Also ja, ich kann völlig verstehen, dass man da äußerst skeptisch ist und sehr oft auch zu Recht. Und man weiß natürlich überhaupt nicht, mit wem man da spricht. In der letzten Sendung ging es um solche Dinge. Also da war Carsten Dresbach zu Gast und wir sprachen über seinen Zirkel. Also diese Dinge, Seancen passieren auch heute noch oder kommen wieder in Mode anscheinend. Mode unter Anführungszeichen. Die gingen übrigens Mitte des 19. Jahrhunderts los, also 20er Jahre, ja, sicher ich weiß auch, es nicht aber genau, das ja. ist so, ja, ja. Sicher schon früher. Aber wie auch immer, großes Thema. Du hast. Auch sicher riskant, muss man sagen. Also man sollte nicht einfach mal so wahllos versuchen, mit irgendjemand Kontakt aufzunehmen. Genau, finde ich, auch nicht. Aber, ich meine, wie auch Carsten gesagt hat, also man muss sich da halt richtig einstimmen, die Intention ist ganz wichtig und ja, dann, ja, man kann es ja versuchen. Ich bin da auch eher sehr vorsichtig bei solchen Dingen. Du hast die Zeichnungen schon erwähnt und die sind, ich habe das verlinkt, jetzt heute noch dazugegeben, also auf der Verlagsseite von Osiris. Natürlich, wie immer, ist das Buch auf Amazon verlinkt und wenn man diese Sendung unterstützen will, dann kann man einfach dieses oder irgendein anderes Buch auf Amazon kaufen, solange man nur über einen Link auf der Website einsteigt, geht dann ein paar Prozent des Kaufpreises an Crop FM, ohne dass das jetzt für den Käufer natürlich teurer wird. Man kann ja wirklich irgendwas bestellen. Aber dieses Buch ist jedenfalls sehr interessant und ich habe auch die Verlagsseite jedenfalls verlinkt und dort findet man alle Zeichnungen in Farbe. Mhm. Leider kann man es natürlich vergrößern und das ist ein bisschen das Problem, das ich beim Buch hatte. Du sagst ja, dass da viele, viele versteckte Details gibt, aber ich habe mir da ein bisschen schwerer getan, die alle auszumachen. Jedenfalls, das sind also geschätzt 50, 60 Bilder mindestens oder mehr noch, die da. Ja, so etwa mit ein paar Zeichnungen von den Kindern sozusagen auch dabei, kommen wir noch drauf zu sprechen. Genau, ein paar Bilder. Weil die eben auch den gesehen haben, ja. Und die sind ja gewissermaßen gechannelt. Also das ist auch sehr interessant. Manche dieser Zeichnungen sind großartig gemacht und ich dachte eigentlich, wahrscheinlich zeichnet Clara Wolf, aber du hast mir dann gesagt, dass sie das gar nicht tut. Also, dass sie einfach da drauf losgezeichnet hat. Sie hat nie zeichnen gelernt. Wie gesagt, die Zeichnungen wurden auch in der Tat über die Monate dann etwas geübter und besser. Und du hast es eben gesagt, die Zeichnungen sind gechannelt. Das mag nicht für alle Zeichnungen zutreffen. Aber meine Vermutung war dann schon recht bald, als ich diese Zeichnungen sah, die eben sehr detailliert und komplex häufig sind, mit Dingen, die man auch gar nicht verstehen kann, was es darstellen soll, dass da Informationen in die Zeichnung einfließen, die nicht von ihr kommen. Man wird das so mit Channeling oder ähnlich bezeichnen können. Also offenbar kommt sie beim Zeichnen ab einem bestimmten Punkt in so eine Art Trance-Zustand, wo dann ja mehr oder weniger der Stift sich von alleine oder halt gesteuert von etwas im Hintergrund übers Papier bewegt. Oder ziemlich großartige Zeichnungen, auch perspektivisch teilweise. Also teilweise sehen sie so aus wie von jemandem, der wirklich gut zeichnen kann. Also ja. Allein das finde ich erstaunlich. Ja, da bin ich auch immer wieder überrascht, auch wie die Objekte angeordnet sind und so weiter. Und das Interessante ist halt, also zum einen ist auch das bekannt aus der Forschungsliteratur, dass es vereinzelt vorkam, dass dann Betroffene entweder geschrieben haben oder auch gezeichnet haben und sagten, das war wie so ein Download. Also sie konnten gar nicht mehr erklären, wie kamen sie zu diesen Informationen oder zu diesen Darstellungen. Also auch das gab es schon. Und eben bei ihr war dieser Verdacht von Anfang an da bei mir auch da und das hat sich dann auch bestätigt, also dass tatsächlich Informationen auf den oder in diesen Zeichnungen enthalten sind, die nicht von ihr kommen.
Ja, kann ich auch gern erläutern dann nochmal, was ich damit meine. Ja, und wie gesagt, also die Bilder sind verlinkt, einfach unterm Ankündigungstext und dort findet man die dann. Genau, vielleicht mache ich sogar jetzt, ehe wir den Faden verlieren und zum anderen Thema kommen und dann passt das nicht mehr, damit wir sozusagen das Thema Zeichnungen an der Stelle abgeschlossen haben und vielleicht man auch noch besser einordnen kann, wenn wir dann über die Erfahrung sprechen, warum man überhaupt davon ausgehen kann, dass da irgendwas dran ist an dem Ganzen, was sie da im Buch schreibt. Und da sind, wie gesagt, diese Zeichnungen einer von mindestens zwei sehr zentralen Aspekten. Die Zeichnungen sind insofern für mich, insofern muss man sagen, eigentlich für mich persönlich, insofern bringt das hier die Hörer nicht so wirklich viel weiter, also da muss man quasi meiner Story jetzt hier vertrauen, ein ganz eindeutiger Beweis nochmal gewesen, im Nachhinein, wenn man so will, dass da an dem Ganzen was dran ist und dass eben halt auch die Zeichnungen von der Intelligenz im Hintergrund, so möchte ich es mal bezeichnen, durchgegeben werden. Und zwar, ich hatte die Story auch kurz im Vorgespräch schon erwähnt, geht das Ganze ja noch weiter. Also nicht mit der, es ist nicht so, dass mit der Veröffentlichung des Buches ihre Erfahrungen auf einmal schlagartig zu Ende waren, wenn auch sie einen starken Druck verspürt hat innerlich, da zu einem Ende zu kommen, also offenbar auch von dem, was da auf sie Einfluss hat, dieses Buch dann auch fertigzustellen. Aber es geht, wie gesagt, noch weiter. Da können wir später nochmal drauf eingehen. Und in dieser Nachfolgezeit entstehen natürlich auch nicht nur weitere Notizen von ihr zur Erfahrung, sondern auch Zeichnungen. Und eine, hin und wieder schickt sie mir dann so eine Zeichnung zu. Und auf einer Zeichnung erkannte ich eine Symbolik, die mich dazu gebracht hat, zu vermuten, dass diese Zeichnung etwas mit einer anderen Betroffenen oder Zeugin zu tun hat, die ich dann demnächst treffen wollte. Und ich kündigte auch dann dieser Person da schon an, hier gibt es so eine Zeichnung, ich glaube, das hat was mit dir zu tun. Ich kann dir jetzt nicht so schicken übers Handy, aber mit Einwilligung dann der Autorin hier von Clara Wolf kann ich dir, wenn wir uns sehen, das mal zeichnen und vielleicht ist es interessant für dich oder für uns. Und dann verschob sich auch noch zweimal dieses Treffen und irgendwann fand es dann statt. Ich komme da bei dieser Person an. Und sie fragt mich auch gleich nach der Zeichnung, war ich schon etwas überrascht, warum das für sie da so wichtig schien, das zu sehen. Und dann zeigte ich ihr diese Zeichnung und sie starrte entgeistert auf einen Aspekt dieser Zeichnung und ruft aus, das habe ich doch gestern gemacht. Und da war etwas dargestellt, was für einen Dritten absolut keinen Sinn ergeben hätte. Aber sie erkannte sofort, dass das eine Tätigkeit darstellte, die sie am Vortag gemacht hat. Und sie konnte mir dann auch zeigen und quasi beweisen, dass tatsächlich diese spezifische Darstellung genau das war, was sie am Vortag gemacht hatte. Und das so speziell war, dass man auch einen Zufall ausschließen konnte. Also da war jetzt nicht irgendwie jemand dargestellt, der auf dem Fahrrad fährt oder so und dann sagt man, oh, ich bin doch am Vortag Fahrrad gefahren. Nee, das war so speziell, dass dann Zufall ausgeschlossen war, zumal dann es noch andere Elemente auf der Zeichnung gab, die ich so nicht erkannt hatte, wo sie mir zeigen konnte, dass das mit ihr zu tun hatte. Und zwar eindeutig. Und dann hatte ich mit dieser anderen Betroffenen auch eine Hypnosesitzung gemacht, wo Dinge rauskamen und vorher hatte sie mir auch schon Erlebnisse geschildert und auch das, diese Elemente, sowohl aus ihrer Schilderung als auch aus der Hypnosesitzung, konnten wir dann in dieser Zeichnung finden, so dass wir am Ende von einer Zeichnung, die mir eigentlich nichts gesagt hat, circa 90% entschlüsseln konnten. Das war das, was ich vorhin sagte, dass ich davon ausgehe, gerade bei den komplexen Zeichnungen, dass da viel drin steckt, aber wir bei vielen einfach nicht in der Lage sind zu verstehen. Oder vielleicht sind es auch einzelne Personen, die zufällig so eine Zeichnung sehen. Vielleicht ist es sogar für die bestimmt, was zu erkennen, das dann zu entschlüsseln. Ja, also das geht so in die Richtung, dass jemand quasi Dinge channelt, die er gar nicht wissen kann. Ne? Aber in dem Fall halt über diesen ungewöhnlichen Weg dieser Zeichnungen, die wie gesagt verlinkt sind und auch im Buch eben vorkommen und da irgendwie eine interessante Rolle spielen. Gehen wir jetzt vielleicht einmal zu Clara Wolf.
Sie sagt, sie fühlt sich zum anderen dazugehörend und sieht diese Entitäten oder Intelligenzen, wie auch immer man da jetzt sagen will, mit denen sie glaubt, in Verbindung zu stehen oder in Verbindung steht, zugehörig. Ja. Ja, das ist in der Tat so. Das führt bei ihr natürlich, das kann auch eine tagesabhängige Schwankung zum Teil sein, zu einer extremen Zerrissenheit. Weil sie einerseits eben dieses Zugehörigkeitsgefühl hat und es ihr auch gezeigt wird mitunter, du gehörst zu uns. Andererseits aber natürlich Mensch ist, in dieser menschlichen Umgebung, in dieser Gesellschaft lebt, nicht genau weiß, was diese Intelligenz im Hintergrund überhaupt bezweckt. Und das ist natürlich auch psychisch sehr belastend. Und dazu muss man aber auch sagen, und das spricht auch wiederum eigentlich für die ganze Authentizität ihres Berichtes und der Inhalte, auch das ist etwas, und das mag vielen nicht bekannt sein, was in der Forschungsliteratur gut dokumentiert ist, dass sich nämlich Betroffene gegenüber den Therapeuten oder Forschern geäußert haben in dieser, genau in der gleichen Form, nämlich, dass sie eine Verbindung haben zu den Wesen, die sie beispielsweise dann da mitnehmen und, oder die sie aufsuchen, und eben auch genauso eine Verbindung, wie sie es beschreibt, da schon berichtet wird. Also zum Beispiel auch bei Professor John Mack, ich weiß nicht mal, wie der Betroffene hieß, aber ein männlicher Betroffener, mit dem er da auch viele Sitzungen hatte, musste ich mir im Buch nochmal genau durchlesen, aber ich erinnere mich da grob, der hat auch auf einmal davon gesprochen und sprach dann sogar, glaube ich, auch in der Wir-Form. Ja, wir sind halb Mensch, halb fremdes Wesen und so weiter. Also das kommt immer mal wieder vor und ist insofern, was diesen Aspekt der Verbindung anbelangt, kein Einzelfall bei ihr. Aber man versteht, zusätzlich belastend zu all dem, was sie da erlebt. Ja, vielleicht bringen wir mal ein bisschen was von dieser Chronologie ihrer Erlebnisse, ja? Damit man so ein bisschen besseres Gefühl kriegt, von was sprechen wir da eigentlich. Genau. Ja, ich habe auch insofern interessant, weil du sagtest, das Buch ist ein bisschen schwierig vielleicht zu lesen oder zerrissen. Ich habe immer gesagt beim Schreiben, wir müssen hier irgendwie einen roten Faden reinbringen. Wo ist der rote Faden? Bis ich es nicht mehr hören konnte. Weil in der Tat, es sind ja einfach nur mal Erinnerungen, die sie seit der Kindheit erlebt. Die kommen in nicht ganz regelmäßigen, aber sehr häufigen Abständen vor. Die sind sehr unterschiedlich. Da spielen unterschiedliche Entitäten eine Rolle. Kann man sagen, wie alt sie so circa ist? Also, weil sie ist Ende 30 jetzt. Aha, jung noch, okay. Ja, Ende 30, Anfang 40, meine ich, okay. So in dem Dreh. Aha, okay. Muss sagen, also sie hat mir sicher das Alter mal gesagt. Für mich. Ja, also, junge Mutter. Und die Erfahrung kann man sagen, wenn man ja jetzt chronologisch einsteigt, und diesen roten Faden muss man sagen, am Ende, wenn man das Buch liest, ist er vielleicht zart erkennbar, dass da irgendwie doch alles miteinander zusammenhängt. Aber es ist natürlich jetzt nicht so wie bei einem Autor, der sich hinsetzt und sagt, ich denke mir jetzt eine Geschichte aus. Da muss es sozusagen diesen roten Faden geben. Da muss sozusagen alles irgendwie miteinander zusammenpassen. Und am Ende gibt es vielleicht dann noch eine große Auflösung. Das ist natürlich bei ihr nicht so, weil sie einfach ihre Erfahrungen so, wie sie nun mal passiert sind, wiedergibt. Man wird da Zusammenhänge erkennen können. Das eine oder andere wird vielleicht auch klarer, wenn man weiter liest im Buch. Es gibt vielleicht am Ende auch ein gewisses, das Fazit, was sie bringt, auch nochmal Antworten. Aber es ist eben ja anders als ein Roman, das muss man sagen. Und die Erfahrung, bevor wir jetzt im Einzelnen drauf eingehen, betreffen im Prinzip drei Phänomenbereiche. Zum einen eben diese Kontakte, von denen wir schon gesprochen haben oder die wir angesprochen haben, bei denen wiederum außergewöhnlich ist. Und das unterscheidet sie auch von vielen anderen betroffenen Berichten, dass die sehr, sehr weit gefasst sind oder ein sehr weites Spektrum umfassen von
Entitäten, denen sie da begegnet. Also da kommen die typischen, sage ich mal, Greys vor, oft in dieser größeren Variante. Dann kommen reptiloide Wesen vor, gab es Begegnungen mit einem Gottesanbeter-ähnlichen großen, also diesen sogenannten Mantiswesen. Dann begegnet sie menschlich aussehenden, fremden, aber offenbar fremden Wesen, energieartigen, durchscheinenden Wesen. Also ein sehr, sehr breites Spektrum, was allein schon eigentlich dazu führen würde, dass man sagen könnte, okay, das ist eigentlich viel zu verrückt. Das macht ja gar keinen Sinn. Da hat jemand sich irgendwie die Top 10 der Erfahrungsberichte rausgesucht und das irgendwie versucht, in einen Topf zu schmeißen und rumzurühren und dann irgendwie ein halbwegs lesbares Buch draus zu machen. Und das sind ja die Akteure, auf die du ja auch im Rahmen deiner Forschung zu ritueller Gewalt gestoßen bist. Das ist ja gruselig. Das ist natürlich auch extrem unerwartet, muss man sagen. Für mich mittlerweile nicht, weil ich irgendwie gemerkt habe, dass die Phänomene, mit denen ich mich befasst habe, die erstmal voneinander unabhängig schienen, mit der Zeit sich dann als verknüpft erwiesen haben. Aber dennoch war ich zu Beginn überrascht, als mir dann Überlebende ritueller Gewalt, wo man sagt, das kommt ja eigentlich aus einem ganz anderen Bereich. Das sind Personen, die in diesen satanischen Familienstrukturen aufwachsen, die über Generationen hinweg eben diese satanische Agenda weiterreichen mit Folter, Persönlichkeitsspaltung, Missbrauch, Opferungen und so weiter, dass da auf einmal auch da gibt es zwei, ja, glaube ich, sehr aus oder zumindest ein sehr ausführliches Interview, na zwei, glaube ich, dazu ein doppelbändiges Buch, das du da geschrieben hast, und einer der schwierigsten, für mich am schwierigsten zu lesenden Bücher überhaupt, die ich je gelesen habe. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Es gibt im Prinzip drei Bücher. Das erste, da beschreibe ich eben diese Familienstrukturen, die Techniken auch der CIA. Dunkle neue Weltordnung heißt das Buch, genau. Zweiteilig. Und warum zwei Teile? Weil eben in dem ersten Teil ich sozusagen nur auf diese weltliche Ebene eingehe, Berichte von Überlebenden, von Therapeuten, Datenerhebungen, CIA-Dokumente und so weiter. Und im zweiten Teil dann dieser dunklen neuen Weltordnung eben dort auch schon diese Verknüpfungen aus meiner Sicht, die es dort gibt, zu diesen reptiloiden Wesen auch bringe, weil man kurz gesagt sagen kann, an der Spitze dieser Gruppierungen, dieser satanischen Gruppierungen, stehen offenbar dann nicht menschliche Wesen, die ich als auch muss man sagen, reptiloide Wesen da identifiziert habe. Die mögen, oder bin ich mir recht sicher, nicht an der Spitze der gesamten Hierarchie stehen, aber zumindest über den menschlichen Akteuren, ob man sie jetzt Illuminati nennt oder anders, die da aktiv sind. Und das habe ich extra dann sozusagen in das zweite Buch alles verlagert, weil mir klar war, wenn ich das in einem Buch bringen würde, viele sind da komplett schon mit dem ersten Teil überfordert, aber noch viel mehr würden das Buch sofort zur Seite legen, wenn da auf einmal noch reptiloide Wesen um die Ecke kommen. Ja, es ist völlig irre. Das ist schon extrem. Deswegen war es mir auch wichtig, und da hat sich bislang auch niemand leider mit auseinandergesetzt, dass ich, wenn ich hier auf einmal von reptiloiden Wesen spreche und dann noch im Kontext von ritueller Gewalt, sehr, sehr viele Indizien, man kann sagen, fast schon Beweise dafür bringe, dass diese reptiloide Spezies existiert oder zumindest sehr gut in unserer Geschichte, also Menschheitsgeschichte und anderen Quellen dokumentiert ist. Und da bringe ich ja tatsächlich aus verschiedenen Ländern sehr eindeutige Beschreibungen dieser reptiloiden Wesen, seien es die Nagas in Indien, seien es Beschreibungen aus Äthiopien, aus Südafrika und so weiter, von den Mayas, aber auch Berichte über solche Begegnungen, die, und das ist sehr wichtig und interessant, die lange vor dem ersten Buch von David Icke zu diesem Thema, weil David Icke war ja derjenige, der wirklich
das Thema der Reptiloiden überhaupt bekannt gemacht hat mit seinem Buch The Biggest Secret. Ich glaube, 1999 ist das erschienen, als durchgedrehter Spinner ja auch dargestellt wurde, weil er auch sehr exzentrisch auftritt, auch nur sozusagen nur ein Sportreporter ist und nicht jetzt irgendwie ein Akademiker. Aber es lässt sich eindeutig nachweisen, dass es Berichte gibt über solche Begegnungen mit Reptiloiden, vor allem auch in der Abduktionsliteratur. Da war ich schon drauf gestoßen, aber hat er das gar nicht so beachtet, dass nämlich unter diesen vielen Berichten, wo immer die Greys auftauchen, schon in den 80ern und 90ern und unter anderem sogar auch bei Professor John Mack, also wirklich einem seriösen Forscher auf dem Gebiet, solche Begegnungen berichtet wurden mit diesen reptiloiden Wesen. Und der Hammer für mich war, dass in einem Buch von 1984 von einem, hieß er Dr. Michael Harner, ein Anthropologe, der, ich meine, in Peru geforscht hat mit den dortigen Einheimischen oder Ureinwohnern, da dem Schaman gesagt hat, ja, ich würde gern viel mehr über eure Kultur erfahren. Und dann hat er gesagt, ja, dann mach doch mal so eine Ayahuasca-Sitzung mit. Und während dieser Ayahuasca-Sitzung, die dieser Dr. Hana dann durchgeführt hat, sind, wo er fast gestorben wäre nach seiner Wahrnehmung, sind ihm dann auf einmal drachenartige Wesen begegnet, die ihm die komplette Story im Prinzip berichtet haben, die später so von David Icke verbreitet wurde, nämlich, dass es ja drachenartige Wesen waren, die zur Erde kamen, aber sozusagen aus einer anderen Daseinsebene oder Dimension heraus dann Gefäße gesucht haben, die sie besetzen können, um die Menschheit zu beherrschen und zu steuern. Also das wurde ihm so gesagt und das hat er 84 schon in seinem Buch. Das geht nur über 3-4 Seiten, der Rest geht dann über seine Forschungsarbeit und andere Erfahrungen. Dort schon so dokumentiert und entweder hat David Icke das Buch gekannt, er hat es aber nie erwähnt und da sich die Idee geklaut, oder es ist eben wirklich, da gehe ich eher von aus, eine weitere unabhängige Quelle, die eben das Thema dieser Reptiloiden bestätigt. Und jetzt war ich nur kurz dabei zu beschreiben, was sind die 3 Bücher, also das ist der 2. Teil, in dem dann auch diese Channelings abgedruckt sind. Und dann habe ich noch, und das ist wichtig zu erwähnen, ein 3. Buch zu der Thematik geschrieben, nennt sich Uncle Sam's, wo ich die sehr ausführlichen und höchst interessanten Erfahrungsberichte, die eine Überlebende auf ihrem eigenen YouTube-Kanal, also sie war da vor einigen Jahren sozusagen online gegangen und hat begonnen, über ihre Erfahrungen im Kult und in ihrer Familie zu berichten. Das war die, mittlerweile nennt sich Dylan Groves, und die eben in sehr, sehr vielen Sendungen oder Videoaufzeichnungen sehr interessante Details berichtet hat, weil sie eben einerseits hochintelligent ist und deswegen wegen ihrer vor allem starken mathematischen und analytischen Begabung von dem Kult ausgewählt wurde, selbst als Programmiererin zu arbeiten. Was als Programmiererin, ich hatte vorhin erwähnt, es gibt diese folterbasierte Persönlichkeitsspaltung oder Bewusstseinsspaltung, wo eben in einem Kind, müssen wir jetzt nicht zu tief einsteigen, aber Bewusstseinsanteile abgespalten werden, die dann konditioniert oder man kann sagen programmiert werden. Und sie selber hatte dann auch gelernt und hat das auch getan, andere Kinder zu programmieren. Also sie war wie viele andere selber Täter und Opfer zugleich oder eher gesagt Opfer und gezwungenermaßen eben Täter zugleich. Und über ihren Fall habe ich dann ein Buch geschrieben. Warum erwähne ich das? Weil wir zu einem, weil ich eben auch nur diese Berichte kannte, sie persönlich auch nicht kennenlernen konnte, dann Kontakt kam dann nicht zustande. Sie war dann auch irgendwann oder ist irgendwann verschwunden. Und ein zentraler Aspekt ist, dass sie eben sagt, sie wurde immer wieder in ihrer Kindheit in eine Untergrundanlage gebracht, wo dann diese Programmierung stattfanden, aber auch in einem sehr großen Umfang Snuff-Filmproduktionen, also Kinder dort vor laufender Kamera missbraucht und gefoltert und getötet wurden. Und ich mir dann gesagt habe, okay, wenn dieser Aspekt stimmt, dass es diese Untergrundanlage gibt, dann können wir davon ausgehen, dass die gesamte Geschichte zumindest einen wahren Kern hat. Und habe dann ein Remote-Viewing-Projekt in Auftrag gegeben, wo dann ganz verkürzt gesagt, mehrere Remote-Viewer unter blinden Bedingungen tatsächlich die Existenz dieser Untergrundanlage in Texas, die von den
Tätern Uncle Sam's Snuff Factory genannt wurde, bestätigen konnten. Und für unser Gespräch jetzt heute wiederum sehr interessant, sehr überraschend in dieser Untergrundanlage darauf gestoßen sind, dass dort ein sehr fortschrittliches Züchtungsprojekt durchgeführt wird, und zwar offenbar von nichtmenschlichen Wesen. Und das hatte Katie Groves, so heißt diese Betroffene, nie erwähnt, noch nicht mal angedeutet. Ich hatte überhaupt nicht mit gerechnet, auf sowas zu stoßen, auch wenn diese Programmierung eindeutig von den Remote-Führungen dann bestätigt werden konnte, bis ins Detail. Aber alle drei sind dann auch auf dieses Genetikprogramm gestoßen, wo, verkürzt gesagt, Teile des Bewusstseins dieser Opfer entnommen wurden, wenn man so will, und mit DNA, mit, sie sagten, toter Materie verbunden wurden, um quasi ja belebte Lebewesen zu schaffen, zu züchten. Und an der Stelle ist es sozusagen auch interessant, da hat man schon mal so diese Verknüpfung dieser scheinbar getrennten Phänomenbereiche. Und um es jetzt kurz zum Abschluss zu bringen, es gab eben hin und wieder Betroffene, die mir dann berichtet haben, sie haben auch Greys gesehen oder Reptos gesehen. Häufiger waren es die Reptos. Und ein konkretes Beispiel, kann jeder nachlesen, ist Rieke Schwan, die dieses Jahr ein absolut krasses, in der Form noch nie dagewesenes Buch, muss man sagen, veröffentlicht hat. Illuminati im Ruhrgebiet heißt das. Kriegt man auch über Amazon, weil sie erstmals als eine deutsche Überlebende öffentlich darüber spricht, aus einer Familie zu kommen, die offenbar diese Repto-DNA haben und sie Familienmitglieder gesehen hat, die diese reptiline Form dann angenommen haben, und auch bei ihr getestet wurde, ob sie auch da sozusagen sich quasi formwandeln, in Anführungsstrichen, kann. Und sie hat auch sogar Grace dann auch mal getroffen bei einem Event, sage ich mal. Und insofern gibt es diese Verbindung tatsächlich. Okay, also da wird es wirklich völlig irre. Und natürlich, es birgt auch eine gewisse Gefahr, dass man dann wieder so quasi ein neues Feindbild aufbaut. Das sind dann die mit Raptor-DNA und so weiter. Also das ist ein sehr schwieriges Thema, finde ich. Mhm. Aufgrund so vieler Dinge und ja, aber gut, es taucht auch immer wieder auf. Es kommt immer wieder. Man wird diese Thematik Reptiloide irgendwie nicht los und eben auch diese riesengroßen Gottesanbeterinnen, die finde ich ja besonders interessant, die an der Spitze dieser Hierarchie zu stehen scheinen. Was auch interessant ist, ne? Insekten ja. Vielleicht als die ältesten Lebewesen. Ich bin jetzt da, keine Ahnung. Ich glaube, Insekten haben sich wahrscheinlich, oder insektenartige Wesen haben sich vielleicht das, naja, eigentlich im ja, Wasser haben sich die, aber egal, vielleicht ist das wirklich so eine Art Chronologie, ne? Also, Ja, das ist hochinteressant, genau. Diese Mantis, die muss man auch sagen, die tauchen ja sehr, sehr vereinzelt, aber auch schon in sehr alten Berichten auf. Ja, das ist jetzt keine neue Idee. Und was klar ist bei all diesen Berichten, die sind immer sehr im Hintergrund. Also typischer Bericht sieht irgendwie so aus, jemand ist zum x-ten Mal da an Bord geholt worden, in so ein untertassenförmiges Flugobjekt. Da sind irgendwie viele kleine Graue um ihn herum und werkeln an ihm. Und dann sieht er irgendwo so im Hintergrund da so ein großes gottesanbeterartiges Wesen, was scheinbar die Kontrolle da über die Vorgänge dort hat. Das ist so ein typisches Szenario, was zeigt, offenbar gibt es auch diese Reptiloide, diese Mantis-Spezies. Und und tatsächlich sind auch in einem einzigen Bericht, kenne ich von einer Betroffenen, ist so ein Wesen auch mal in diesem Kontext der rituellen Gewalt auch schon in Erscheinung getreten. Also das macht es natürlich deutlich verwirrender alles. Und, verwirrend, ja. Also muss man sagen, mir ist völlig klar, Reptiloide allein, wenn man das Wort schon sagt, hört sich das schon sehr, sehr strange an. Ja. Mit der großen Gefahr für völlig durchgedreht gehalten zu werden. Aber da kann ich nur sagen, dann bitte mal diese ganzen Quellen, die ich da nenne, in meinem Buch aus der Menschheitsgeschichte, aus verschiedenen, aus verschiedenster Literatur sich anschauen und sich dann die Frage stellen, okay, wie passt das denn zusammen, dass die überall dort auftauchen und dokumentiert sind? Also ich habe ja sogar
eine Keilschrifttafel oder es sind sogar zwei gefunden, wo ein sumerische Keilschrifttafeln, wo ein sogenannter Dämon dargestellt ist, der eindeutig diese reptiloiden Züge hat, ja, so eine lange Schnauze. In dem, bei dem einen Abbildung ist eine Schlangenzunge erkennbar, clownartig, also sehr, sehr ähnlich der Beschreibung ist, wie heutige Zeugen, und da gibt es auch genug von, also zum Beispiel Dr. R.D. Sixkiller Clark, eine indianerstämmige Professorin, die tausende Berichte bei Ureinwohnern Nordamerikas in den Reservaten gesammelt hat. Die hat ein ganzes Kapitel auch veröffentlicht, wo dann ihr ihre Landsleute da oder Leute von ihrem Volk berichtet haben, dass sie diesen reptiloiden Wesen begegnet sind, mit auch eindeutigen Mustern in diesen Berichten. Also insofern ein sehr, sehr interessantes Thema, was da nicht, meine ich, ausgeblendet werden kann. Ja, wenn es ständig wieder aufpoppt, also aus allen Richtungen, ja, egal ob das jetzt Erfahrungen aus Mindwalking-Sitzungen oder andauernd, ja, genau, ja, tauchen immer diese selben Protagonisten. Ulrich Kramer, genau. Ja, ja, Ulrich Kramer. Oft bei mir zu Gast gewesen. Quelle. Wir haben das sehr ausführlich, also auch seine ganzen Bücher da diesbezüglich behandelt. Extrem faszinierend, aber auch extrem wirklich verstörend. Also, und natürlich, das ist so die Spitze der Verschwörungstheorien, kann man natürlich auch sagen. Ja. Ja, okay. Genau, aber genau. Aber zurück zu Clara. Ja, genau. Wir waren dabei. Ich hatte jetzt gesagt, es gibt da bei ihren ganzen Erfahrungen, man kann es quasi in drei Bereiche unterteilen. Jetzt eben sind wir etwas abschweifend und ausufernd schon mal abstrakt auf dieses Thema der Kontakterfahrung eingegangen. Aber es gibt eben bei ihr auch, und vor allem in der Kindheit, bei diesen frühesten Erfahrungen wird das sehr deutlich, diese sogenannten Spuk- oder paranormalen Phänomene, wo man sich auch fragen kann, wie passt jetzt das eine zum anderen und will da nun vielleicht nicht einfach irgendjemand möglichst viel Ungewöhnliches erlebt haben, angeblich, und würfelt das alles zusammen. Aber auch da muss man sagen, das wissen, glaube ich, auch nicht so viele, die sich auch mit dem Thema befassen, auch diese Spukphänomene waren von jeher ein Begleitphänomen auch dieser Kontakterfahrungen. Also beispielsweise auch bei dieser Betty, wie hieß sie, über die jetzt Raymond Fowler geschrieben hat. Ich glaube, Betty Luca, die hat den Namen auch mal nicht geändert dann, über die Jahre. Also hat sie jahrelang ihren Fall begleitet. Da waren auch andere Familienangehörige betroffen. Bei ihr war das schon so. Das sind Bücher, die, glaube ich, so in den 80er, 90ern erschienen sind, dass diese Spukphänomene, also man hört Schritte, es verschwinden Dinge, es tauchen Dinge auf und so weiter, da immer wieder eine Rolle gespielt haben. Wie gesagt, bei anderen Betroffenen ist das auch so, auch bei vielen, die ich kenne, ist das so, gerade auch so elektromagnetische Anomalien. In meinem Buch Grace habe ich ja so eine Liste erstellt von typischen Mustern, die sich zeigen bei diesen Kontakterfahrungen, die sich aus einer Auswertung all dieser Erfahrungsberichte ergibt, und da tauchen dann auch diese Aspekte immer wieder auf. Also das ist sozusagen ein zweiter Phänomenbereich, mit denen da Clara Wolf immer wieder in Berührung kam oder kommt. Und der dritte ist eben, ich würde es mal nennen, Überwachung. Das scheinbar auf einer sehr, ja, hier weltlichen Ebene es da Verfolgungen gibt und Beobachtungen gibt, also sie beobachtet wird. Und all das quasi hat sich jetzt dann über viele Jahre eben hingezogen. Ja, also Clara Wolf beschreibt eben in diesem Buch ihre langjährigen Erfahrungen, die später dann auch sich irgendwo auf ihre Kinder übertragen. Ihre Beschreibungen erinnern stellenweise an den Film Everything Everywhere All at Once, muss ich sagen. Einer der wenigen Filme in letzter Zeit, die ich mir wirklich gleich zweimal relativ kurz hintereinander angeschaut habe. Gehen wir jetzt vielleicht auf diese Erfahrungen ein von Clara Wolf. Ja. Es gibt dazu auch ein Remote Viewing, auf das wir später auch noch eingehen werden, genauer von Stefan Weber hat da das Monitoring gemacht. Der wird übrigens auch demnächst einmal bei mir zu Gast sein.
Und Stefan Franke, ein alter Bekannter auf dieser Sendung, hat es, war einer der beiden Viewer. Aber beschreib doch einmal, wie diese Erfahrungen passieren. Also ja. Interessant ist ja am Anfang immer Lichtblitz. Also es passiert meistens in der Nacht. Ja. Und eigentlich immer, wenn sie, wie sehr oft, ja, also in diesem Dämmerzustand zwischen Schlaf und Wachzustand ist, kann man natürlich sagen, ja, das sind alles nur Träume, aber warum das vielleicht nicht so ist, auf das werden wir sicher auch noch eingehen. Sie sieht dann meistens Lichtblitze, dann so Klopf- und Poltergeräusche, ne? Und dann passieren die seltsamsten Dinge. Ja, in der Tat, man muss ein bisschen aufpassen, du hast vorhin gesagt, diese Erfahrungen, die sich auf die Kinder übertragen, so würde ich es nicht formulieren, weil das ja deutet natürlich an, dass sie möglicherweise den Kindern irgendwas eingeredet hat oder sie sich das von ihr abgeschaut haben. Also das scheint nicht so zu sein. Sie versucht eigentlich ihre Erfahrungen, soweit das geht oder ja möglichst vollständig für sich zu behalten. Und gerade, also sie spricht nicht aktiv ihre Kinder an und sagt, hier, ich habe hier irgendwas Komisches erlebt und das will ich euch jetzt mal erzählen. Also das ganz und gar nicht, sondern umgekehrt. Und das ist wichtig zu sagen, die Kinder sind von klein auf immer wieder auf sie zugekommen oder ihr ist halt aufgefallen, sie zeichnen irgendwas und dann fliegt da am Himmel was Merkwürdiges rum. Und das ist eben nicht nur ein-, zweimal passiert, sondern sehr häufig. Und dann hat sie natürlich schon mal, ohne jetzt irgendwie, ja, ich sag mal, führende Fragen zu stellen, einfach gefragt, ja, was hast du denn da gezeichnet und was war da los und so und erzähl doch mal. Und da kamen halt schon merkwürdige Beschreibungen zustande und die Zeichnungen waren halt zum Teil recht eindeutig und wenn danach gefragt wurde, schien das dann tatsächlich ein Objekt gewesen zu sein, was beispielsweise ein Kind dann nachts, wenn es aus dem Fenster geschaut hat, am Himmel gesehen hat. Also da ist auch eine Zeichnung im Buch oder man sieht ja auch auf der Internetseite vom Verlag und auch die Beschreibung dazu, wo beispielsweise die eine Tochter, ich weiß jetzt nicht, wie alt sie da war, so sehr, sehr jung noch, vielleicht 5, 6, 7 sowas, sagte, da war ein grünes Licht und das auch ganz genau beschrieb, das hat sich langsam von links nach rechts bewegt und dann war ein rotes und das ist ganz schnell in die andere Richtung geflogen und also kommen schon recht detaillierte Beschreibungen. Kann und in dem Fall jetzt auch umgekehrt gewesen sein, aber das jetzt nur so als Beispiel, ja. Jemand hat auch erwähnt, dass eben interessant ist, dass so, dass unter diesen Zeichnungen so viele völlig unterschiedliche Stile zu finden sind und das liegt jetzt auch daran, dass da auch Kinderzeichnungen, also von ihren beiden Kindern, ich glaube, ihre ältere Tochter heißt Angela, oder zumindest das Pseudonym, das da verwendet wird. Also da sind auch Kinderzeichnungen dabei. Ja, ja. Das ist allerdings recht einfach erkennbar. Also da sind vielleicht, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Kinderzeichnungen. Das sind halt erkennbar, sage ich, Kinderzeichnungen. Alles, wo es dann schon etwas genauer wird, da Personen und Gegenstände dargestellt sind, das kommt schon alles von ihr. Ja. Peter schreibt, wenn Mama nur UFO-Dokus am PC guckt, ist klar, dass die Kinder UFOs malen. Genau, das klarer, war eben gerade nicht der Fall. Also sie hat sich eigentlich nie mit dieser Thematik, sagt sie zumindest, nie mit dieser Thematik wirklich beschäftigt, oder? Außer, dass sie eben dann durch ihre Erlebnisse in das reingestolpert ist. Immer genau, mehr. Sie hat natürlich aufgrund dieser Erlebnisse, die in der Kindheit losgingen, wo sie beispielsweise, und da war eine Freundin in einem Fall auch dabei, so Lichtkugeln oder Orbs gesehen haben, wie sie ja genannt werden. Da waren sie noch ja recht junge Kinder oder Mädchen, sind da am Waldrand gewesen, es wurde dunkler und dann sind dann so quasi spielerisch, ich weiß jetzt nicht, ob ein oder zwei Lichtkugeln eine Zeit lang mit ihnen ja den Weg lang oder am Himmel über ihnen da lang geflogen und solche Dinge. Und es wurde halt immer mehr. Und dann hat sie sich natürlich auf die Suche nach Antworten begeben, was aber nicht bedeutete, dass sie jetzt da zu Hause saß und, wie hier geschrieben wird, dann sich eine UFO-Doku nach der nächsten reingezogen hatte und die Kinder saßen daneben. Nee, also sie hat, und das habe ich auch immer wieder mitbekommen,
sehr versucht, die Kinder von ihren Erfahrungen eben fernzuhalten, indem sie eben nicht drüber redet mit ihnen, aber hat halt irgendwann mitbekommen, sehr zu ihrem Schrecken, muss man sagen, dass offenbar die Kinder ihre eigenen Erfahrungen machen, weil auch manchmal einfach, also die, da sind, glaube ich, ein paar Zitate auch im Buch ja von den Kindern drin, dann so Aussagen kamen, wo man sich schon fragt, wie kommt da ein kleines Kind auf so ein Statement? Also beispielsweise die eine Tochter hat dann gesagt, ja, ich bin im Himmel geboren und bin dann in deinen Bauch gekommen oder irgend sowas. In der Erde leben noch Menschen oder leben noch andere. Nur so als Beispiel. Sehr spannend. Ja. Die Kinder, sie haben das war eines der vielen Dinge, die ich mir notiert habe, die Kinder sprechen von Aliens und Anführungszeichen, die unter der Erde leben. Mhm. Und das erinnert mich jetzt schon an sehr viele Dinge, die da unlängst auf dieser Sendung behandelt wurden. Ja, ja. Also das kam immer wieder vor. Auch natürlich, dass sie an den Kindern diese typischen blauen Flecken an den vor allem Beinen gesehen hat, an den Schienbeinen. Ich habe die Aufnahmen auch gesehen, die da ja in einer Form angeordnet waren. Es waren es, ich glaube, pro Seite jeweils zwei deutlich sehbare blaue Flecken sozusagen symmetrisch angeordnet. Wir haben sowas aber nicht ins Buch aufgenommen und spricht da auch sonst auch nicht drüber, weil es natürlich Menschen gibt, die auf so Ideen kommen oder da tut es ihren Kindern irgendwas an, um sich dann da irgendwie wichtig zu machen. Aber man muss dazu wissen, dass diese blauen Flecken, ob jetzt bei Erwachsenen oder Kindern, eben ein seit Jahrzehnten sehr bekanntes, verbreitetes Indiz sind für diese Entführungserfahrung, weil immer wieder Betroffene gesagt haben, ich bin aufgewacht und auf einmal waren diese blauen Flecken da, die am Tag zuvor noch nicht da waren und Ähnliches. Also insofern sprach da schon von Anfang an recht viel, dass eben die Kinder auch Teil dieses Phänomens sind. Und jetzt kommen wir, ich weiß nicht, wollen wir jetzt zum Remote Viewing kommen oder später? Beschreib doch einmal, wie so ein typisches Erlebnis, genau, von Clara aussieht. Ja, da erstmal, genau. Dann kommen wir später nochmal, weil da spielen die Kinder in der Tat auch eine Rolle bei dem Remote Viewing, darauf zu sprechen. So ein typisches Erlebnis, du hattest schon gesagt, ist eben, dass sie in der Nacht oder in dieser Einschlafphase auf einmal so Blitze sieht. Ich meine, sich häufig auch nicht bewegen kann. Manchmal, nicht immer, manchmal sind da auch ungewöhnliche Geräusche in dem Moment. Aber sehr charakteristisch sind eben diese Blitze. Im Buch liest sich das schon fast so ein bisschen langweilig oder wiederholend, weil, ich hatte schon erwähnt, sie eben so viele Erfahrungen dieser Art hat und diese eben immer wieder durch diese Blitze eingeleitet werden, dass eben diese Beschreibung sich zwangsläufig dann wiederholt. Man hätte es auch weglassen können, nur dann fehlt sozusagen die Einleitung zu dem Erlebnis. Es ist nun mal so, es sind ja auch oft nur sehr kurz Abschnitte, wo sie dann so eine Erfahrung beschreibt, weil sie sich auch oft nur an weniges erinnern kann. Ja, und was passiert dann? Es gibt im Prinzip unterschiedliche oder zwei unterschiedliche Szenarien, die da auftauchen. Das eine Szenario würde ich mal nennen, ja, Simulation oder virtuelle Realität, wo sie sich auf einmal dann schlagartig quasi in einer anderen Umgebung befindet. Das kann sogar manchmal beispielsweise ihre alte Wohnung sein, ihr Arbeitsplatz sein, also eine bekannte Umgebung. Es kann aber auch eine fremde Umgebung sein, wie ein Flugzeug, in dem sie da sitzt. Aber es sind Umgebungen und Situationen, wo relativ ja klar ist oder erkennbar ist, dass es scheinbar eine Art Simulation ist. Also dass sie offenbar eine bestimmte Erfahrung machen soll oder ihr etwas gezeigt werden soll durch diese, ja, ich würde mal sagen, durch dieses Art virtuelle Erlebnis. Also beispielsweise das mit dem Flugzeug, wo sie auf einmal sich in einem Flugzeug befindet und sie schaut sich um. Hinter ihr sind ganz viele Passagiere, aber die scheinen alle so wie weggetreten oder zu schlafen. Die bewegen sich nicht, haben aber, ich glaube, die Augen offen.
Und dann soll sie irgendwie ins Cockpit reingehen. Dann wird ihr gesagt, sie soll fliegen, wo sie dann erstmal sagte, wie, kann ich doch gar nicht. Und dann passieren da andere komische Dinge, wo viel dafür spricht. Sie war jetzt nicht wirklich in irgendeinem physischen Flugzeug irgendwo hier auf der Erde und wurde da reingesetzt, sondern eher, dass sie in eine, ja, in so eine Fantasie, künstliche, simulierte Umgebung gebracht wurde. Erst recht natürlich, wenn es darum geht, dass sie auf einmal in ihrer alten Wohnung oder Küche ist und da Dinge passieren. Das ist die eine Art von Erfahrung. Und die andere Art von Erfahrung in diesem Szenario mit den Blitzen ist, dass sie eben dann auch Kontakte hat. Dass entweder Wesen in ihrem Schlafzimmer auftauchen, während ihr Partner im Bett liegt und schläft und nichts davon mitbekommt. Beispielsweise kann da so ein Grey auftauchen. Ich kann ja mal gerade ein kleines Zitat bringen, um das so ein bisschen greifbarer zu machen, wie dann so ein Kontakterlebnis beispielsweise bei ihr zu Hause abläuft. Da schreibt sie dann in dem Buch, ja, ich glaube, es ging vorher los, auch wieder so ein Blitz, dann war sie irgendwo anders, ich kann jetzt nicht mal sagen, was da war, und war dann auf einmal wieder im Bett und schreibt dann, im nächsten Moment befinde ich wieder mich in meinem Bett und sehe, wie aus dem Nichts ein kleiner grauer Alien vor mir steht und seinen Finger an meine Schläfe hält. Wir schauen uns an, ich kann seine Augen sehen und seinen Finger an meiner Schläfe spüren. Ich kann nicht reagieren. Alles geschieht ohne Vorwarnung und ohne eine erkennbare Reihenfolge. Es klingt verrückt, aber es fühlt sich an, als wären wir zusammen in meinem Kopf. Der Alien ist dort mit seinem Finger oder Geist. Ich kann es nicht ganz begreifen. Ich spüre den Druck an meiner Schläfe und dann löst er seinen Finger vom Kopf und es ploppt, als würde ein Saugnapf sich lösen. Ich kann endlich reagieren und fasse mir an den Kopf. Dann sehe ich, wie der Alien schnell aus dem Zimmer in den Flur huscht. Alles ist still, totenstill. Im selben Augenblick werden die Kinder neben mir wach, gleichzeitig. Und das ist ganz interessant, wenn man jetzt diesen kurzen Erfahrungsbericht hier sieht, weil er recht viele Elemente enthält, die aus anderen Berichten bekannt sind. Könnte man natürlich sagen, okay, hat sie sich scheinbar oder vielleicht abgeschrieben oder abgekupfert. Wenn wir aber dazu kommen, einerseits hier durch die Zeichnung, die ich erwähnte, die da versprechen, da ist was dran, als auch zu dem Remote-Viewing später und einfach mal zur Hypothese unterstellen, sie erlebt tatsächlich ungewöhnliche Dinge, dann würden sozusagen durch diese kurze Erfahrung einige Erfahrungen von anderen auch nochmal bestätigt werden. Also zum Beispiel, man kann sich nicht bewegen in dem Moment, wo dieses fremde Wesen neben einem ist, also diese sogenannte Schlafparalyse. Dann auch sehr interessant, und das kommt häufiger vor, habe ich aber auch von Betroffenen, die es mir persönlich berichtet haben, schon gehört, dieses Gefühl, da dringt dieses Wesen in meinen Kopf ein. Also man nimmt das richtig wahr, dass da jetzt, einer hat es beschrieben, wie als wenn in den eigenen Erfahrungen und Erinnerungen wie in so einem Buch geblättert werden kann von diesem fremden Wesen. Und das beschreibt sie ja auch. Und dann auch das mit dem Finger an der Schläfe. Auch das ist interessant, weil es einige Berichte gibt, wo, warum auch immer, dieser Grey dann am Bett eines Betroffenen steht oder einer Betroffenen und den Finger an die Schläfe oder an die Stirn hält, möglicherweise, um eben diese mentale Verbindung herzustellen. Und Ähnliches. Also das wäre jetzt mal ein Beispiel für so eine Kontakterfahrung. Ja, ich meine, Aussagen, Zitate aus dem Buch Das Alien-Projekt. Sie können meine Psyche beeinflussen, ohne dass ich Schaden nehme. Und an einer anderen Stelle sagt sie, ETs beeinflussen alles. Also zwischendurch hat man das Gefühl, das klingt wirklich psychotisch und macht sich da echt Sorgen. Ja? Also auch weil sie ist ja Mutter von zwei Kindern. Ich meine, das ist echt der Wahnsinn teilweise. Die Aliens stecken hinter allem, was unsere Existenz steuert, und wir sind nur ihre Marionetten. Also bei solchen Aussagen wird es einem schon ein bisschen anders. Ja, also ich sag mal so, dieses Szenario, was ich da vor vielen Jahren schon in Eine dunkle neue Weltordnung, vor allem dann im zweiten Teil beschrieben habe, wäre ja genau das. Ja, wir haben hier bestimmte Strukturen im Hintergrund, die sehr einflussreich sind, die in solchen, ja,
Kulten oder ja, Organisationen, sage ich mal, organisiert sind, wo aber an der Spitze offenbar oder möglicherweise, je nachdem, wie man es sehen will, fremde Entitäten stehen und einen gewissen Einfluss ausüben und damit quasi, deswegen heißt auch der zweite Teil meines Buches die Marionettenspieler, also es passt gerade, sozusagen die Menschen wie Marionetten steuern. Eigentlich genau das, was Dr. Michael Haner, dieser Anthropologe, schon in seinem Buch von 1984 geschrieben hat, wo ihm dann diese Wesen während des Ayahuasca-Rausches sagten, wir sind hier auf die Erde gekommen, um sozusagen aus einer anderen Dimension heraus Körper zu finden, die wir besetzen und kontrollieren können, um hier eben dann diesen Einfluss ausüben zu können. Ich meine, das sind alles Geschichten, wenn jemand psychisch labil ist und von solchen Dingen liest, man kann sich dann schon beginnen, in solche Sachen auch reinzusteigern. Ne? Ja. Und also, weißt du, was man, also, dass genau, der also Hund das, ein bisschen mit dem Schwanz wedelt, der Schwanz mit dem Hund wedelt und man eigentlich erst durch die Auseinandersetzungen mit solchen Behauptungen dann wirklich in eine psychotische Episode abschlittert, vor allem wenn es dann mit Drogenkonsum gepaart ist oder was auch immer. Klar, also das wird man in vielen Fällen kann das ein Grund sein, so möchte ich es mal formulieren. Ich wollte eben schon sagen, das wird man nie ausschließen können. Doch, man kann man auch nicht, kann ne? Also man kann. Naja, ich sag mal so. Man kann, aus meiner Sicht kann man es in Einzelfällen ausschließen, wenn man überwältigende Beweise oder zumindest Indizien hat, dass solche Erfahrungen tatsächlich gemacht werden. Und die sehe ich eben jetzt hier bei Clara Wolf, sonst hätte ich auch das Projekt da nicht aktiv weiter verfolgt. Also ich nenne mal so ein paar Beispiele, die da versprechen, dass da mehr dran ist. Jetzt kann man natürlich sagen, mit den Kindern, die können beeinflusst sein. Das zählen wir jetzt nicht. Dann gibt's aber auch andere Zeugen, wie jetzt diese Mädchen aus der Kindheit, die auch diese Ops mit ihr gesehen hat, oder Hallo? Die Familie mit. Moment, du warst jetzt kurz weg. War ich kurz weg? Kann es sein, dass du Verbindungsprobleme hast? Eigentlich hoffe ich nicht. Bin ich wieder voll hörbar? Ja, also Skype sagt schlechte Verbindung. Aber okay, schauen wir mal. Notfalls haben wir ja das Telefon, aber ich hoffe, es geht jetzt, ja? Ja, also ich hoffe es auch. Ich weiß jetzt nicht, woran das hier liegen könnte, aber vielleicht hat es sich auch schon wieder. War ja gerade eigentlich kein kritisches Thema, über das wir hier sprechen. Manchmal gibt es einfach nur technische Probleme. Das muss jetzt nicht daran liegen, dass die CIA im Hintergrund dann auf den Knopf drückt. Nee, das passiert hier mittlerweile auch nicht mehr. Nein, ich glaube Wir waren gerade noch mal bei dem Thema, kann man in Einzelfällen ausschließen, dass da eine psychische Störung ist, beziehungsweise gibt es überragende Indizien, dass eben an so Erfahrungen was dran ist. Die gibt es eben bei ihr gehäuft, diese Indizien. Ob man es jetzt Beweise nennen will, ja, bleibt jedem selbst überlassen. Es gibt zum Beispiel die Familienmitglieder, die diese paranormalen Phänomene ja auch mitbekommen haben in der Kindheit, die Mutter, der Vater, der Partner jetzt auch. Es kommen ja immer auch wieder so Phänomene vor. Dann haben wir, und das ist für mich natürlich ein ganz, ganz wichtiges Argument hier, das Remote Viewing. Da könnte man jetzt höchstens sagen, Remote Viewing gibt es nicht. Das ist alles Quatsch. Wäre aber unseriös, das zu sagen. Man könnte sagen, okay, die Remote Viewer haben hier, weiß ich nicht, was produziert, was sie sich ausgedacht haben. Dann müsste man sozusagen die Remote Viewer hier als Betrüger hinstellen. Was ja viele tun, ne? Aber ja. Ja, aber ja gut, in dem Fall, ich weiß, wir haben beide mit denen schon häufiger zusammengearbeitet. Wissen wir zumindest, mit wem wir es zu tun haben. Also ich weiß, dass sie seriös arbeiten, weil sie eben ja auch, aber das ist mein Wissen, Ergebnisse geliefert haben bei den Remote Viewings, wo ich wusste, das können sie sich jetzt nicht in dem Kontext einfach ausgedacht haben. Und so einen Punkt gibt es auch bei diesem Remote-Führung, wenn wir später noch darauf zu sprechen kommen, wo sozusagen sogar die Glaubwürdigkeit der Remote-Viewer nochmal untermauert wird.
Also das ist bei ihr so ein ganz wichtiger Punkt. Da werden wir gleich natürlich das Remote-Viewing uns näher ansehen müssen. Aber das war tatsächlich bei mir auch so ein Dreh- und Angelpunkt. Ich habe gesagt, das ist alles so verrückt und wir haben nur begrenzte Indizien, eben diese Zeugen, Spuren am Körper vielleicht mal von den Kindern, Zeichnungen und so weiter. Das reicht alles noch nicht. Und das war ja der Grund, überhaupt diese Remote Viewing in Auftrag zu geben, weil ich zumindest ein wichtiges Schlüsselereignis auf diese Weise unter blinden Bedingungen gerne von den Remote Viewern bestätigt haben wollte, um zu sagen, wir haben hier zumindest diesen Indiz oder diesen Beweis. Wenn jetzt jemand sagt, okay, Remote Viewing zählt für mich nicht als Beweis, ist das so, das juckt mich jetzt nicht, dann ist jemand einfach schlecht informiert, dann sollte man nochmal ganz bei Null anfangen und bei den CIA-Dokumenten über Remote Viewing, Project Stargate und so weiter sich da einlesen, ehe man sich zu dem Thema äußert. Und das war, hat halt, sage ich mal, zum Glück, es hätte ja auch negativ ausgehen können, dass da gar nichts bei rausgekommen wäre, dann hätten wir wirklich nochmal überlegen müssen, können wir damit überhaupt in Buchform an die Öffentlichkeit gehen. Das hat eben den ganz glasklaren Beweis gebracht, dass sie diese Erfahrung hat und dass eben auch nicht nur sie, sondern in dem Fall, was sich die Remote-Führer hier angeschaut hatten, eben auch die Kinder und ihr Partner da betroffen sind. Ja, im Chat beschwert sich über mangelnde ethische Integrität in dieser heutigen Sendung. Würde mich jetzt wirklich interessieren, was er genau damit meint, und vielleicht mag er ja anrufen, aber ich glaube, er mag jetzt nicht mehr zuhören. Finde interessant. Ich meine, wir besprechen hier die Aussagen einer Frau. Wir können natürlich, also ich überhaupt nicht und du halt auch nur in einem gewissen Ausmaß beurteilen, wie sie zu diesen Aussagen kommt. Natürlich, es sind da auch ihre Kinder mit im Spiel, mit betroffen. Das macht das Ganze natürlich heikel, in einem gewissen Sinne. Heikel, ja. Meine ich jetzt, ja, ich meine, die Dinge, ja, sie erleben einfach diese Dinge offenbar, ja, und wenn wir vielleicht noch später darauf eingehen können, auch so quasi gemeinsame, also diese traumartigen Erfahrungen, die sie da machen, da haben sie teilweise auch geteilte Erlebnisinhalte. Kann man natürlich sagen, ist alles nur Blödsinn. In Wirklichkeit ist die Frau verrückt und eigentlich sollte da die Fürsorge einschreiten. Ja, okay. Ist ein ja. Standpunkt vielleicht, aber ist jetzt ja, nicht meiner. Ist jetzt nicht meiner. Ja, ist also da müssten wir jetzt auch das Buch lesen. Dann wird einem auch klar werden, dass das also eine ganz normale Frau ist, eine junge Frau, die halt versucht, mit dem umzugehen, und die, das Interessante ist, sie ist ja bei weitem nicht die Einzige, die solche Erfahrungen macht. Aber wie gesagt, also bitte, die Skype-Leitung ist offen, einfach, ja. Es ist ja klar, dass, ich sag mal, wenn Kinder im Spiel sind, ist es immer leicht, das als Grund zu nehmen, um irgendwie ein vorwerfbares Verhalten in den Raum zu stellen. Mhm. Und das ist ja auch gerade der Grund, warum sie eben nicht an die Öffentlichkeit gehen will und sagt, ich muss mich hier in Interviews reinsetzen und selber über das Thema sprechen, weil es eben Menschen gibt, die auch zum Teil, muss man, oder in vielen Fällen muss man sagen, einfach auf einer sehr schlecht informierten Basis dann ihre Urteile bilden. Ich kenne das ja vor allem auch aus dem Bereich der rituellen Gewalt und dann vorschnell irgendwelche Schlüsse ziehen wollen. Es sollte jedem überlassen bleiben, solange man sich in einem bestimmten Rahmen bewegt und nicht irgendwelche Anfeindungen davon sich gibt. Und auch das ist ja etwas. Natürlich sind Kinder von diesem Phänomen genauso betroffen, und wer sich eben mit dieser seit 40 Jahren existierenden Forschungsliteratur da befasst, wird wissen, dass es eben ein Phänomen ist, was sich scheinbar durch die Generationen zieht. Das heißt, in diesen Büchern sind sehr viele Fälle dokumentiert, wo eben neben den erwachsenen Personen aus der Familie auch die Kinder betroffen sind. Bei diesem Fall von Raymond Fowler mit der Betty Luca heißt sie, glaube ich, war das so. Bei vielen Fällen ist das auch so, dass ich schon damals, bevor ich dann mein Buch dann Grace veröffentlicht habe, mir völlig klar war, wenn ich mit Betroffenen arbeite,
und sich herausstellt, da ist was dran an den Erfahrungen. Und diese Betroffenen haben den Kinder, kann man davon ausgehen, dass auch die Kinder diese Erfahrung haben. Ich will mal ein Beispiel nennen, was ich da hatte. Da war es dann ein erwachsenes Kind, trotzdem ist es ein Kind, dass mir eine ältere Dame, und da war halt eben die Mutter auch schon weit über 70, und sie hatte recht eindeutig dann Kontakterfahrungen, habe mit ihr viel zusammengearbeitet, und irgendwann kamen wir dann auf die Tochter zu sprechen. Und da war relativ schnell klar, dass die Tochter eben auch diese Erfahrung macht, bis hin zu diesen sehr bekannten in der Forschung, diesen sogenannten Scheinschwangerschaften, die keine Scheinschwangerschaften sind, sondern es sind echte Schwangerschaften, die ohne Grund quasi einsetzen. Das heißt, die Frau spürt dann irgendwann, sie ist schwanger, und genauso unerklärlich nach 3 bis 4 Monaten dann wieder verschwunden sind. Auch so was hatte dann beispielsweise die Tochter erlebt, bis hin zu Dingen, dass sie, und du hattest vorhin gesagt, die Clara Wolf schrieb da, sie können sozusagen in meinen Geist eindringen, ohne dass ich Schaden nehme, wie mir die Tochter schrieb, sie hatte auf einmal den Drang, aus dem Haus zu gehen, sich in ihr Auto zu setzen und irgendeinen bestimmten Ort im Wald aufzusuchen, wo sie aber vorher noch nie war, wo sie sich später noch gewundert hat, wie sie überhaupt dann auch wieder zurückgefunden hat. Und auch sowas kam schon ganz oft vor, dass also wirklich Personen per Auto, häufig ist es aber per Fuß, oft waren das sogar auch Kinder, dann an einen abgelegenen Ort gelotst worden sind, um dort offenbar Erfahrungen zu machen. Also dann tauchte dann, weiß ich nicht, ein UFO auf oder ein fremdes Wesen. Ja, also insofern, dass Kinder betroffen sind, ist leider üblich, wenn eine Familie solche Kontakterfahrungen macht. Und das ist eben halt in dem Fall nicht jetzt anders. Ja, wenn man das natürlich jetzt alles prinzipiell einmal für Quatsch hält, ich weiß ja nicht, wie jetzt dieser Hörer dazu steht, er hat inzwischen eh schon den Chat verlassen. Natürlich, dann sagt man, hey, die Frau braucht Hilfe und diese armen Kinder, die leiden da. Naja, die Kinder haben ja nichts damit, also von der Frau ausgehend haben die Kinder mit dem Ganzen ja nichts zu tun. Also sie erzählt ihnen nicht von ihren Erfahrungen. Und sie schaut sich keine UFO-Dokus an. Es geht immer nur in die andere Richtung. Die Kinder kommen zur Mutter und sagen, ich muss dir mal was erzählen. Nee, genau, was so beschreibt sie es. Genau. Ja, ja. Also so ist es auch. Also sie erschreckt auch zuerst eher, dass also ihre Kinder jetzt auch schon solche Träume haben. Ja, sie nennt das ja auch Träume, obwohl sie sagt, diese Träume sind eigentlich sehr real. Also Es ist alles sehr, sehr, sehr verstörend, was da beschrieben wird. Aber manche Leute machen es sich halt wirklich ein bisschen zu einfach und dann immer so mit dieser, das ist ein bisschen eine moralische Keule dann. Also ich finde es ein bisschen daneben eigentlich. Aber ich kann verstehen, nur ganz kurz, der Vorwurf, der im Raume steht, man würde die eigenen Kinder irgendwie misshandeln, ist natürlich schon ein sehr schwerwiegender. Und den sollte man nicht auf einer uninformierten Basis dann lostreten. So ist es, ja. Das ist halt so ein bisschen das ist das Problem bei dem Thema, ja. Ja. Es ist schon nachvollziehbar. Also mir ist es ja auch so gegangen, als ich das gelesen habe, dass ich mir stellenweise gedacht habe, um Gottes Willen, was geht da eigentlich wirklich ab, ne? Wenn man sich das überlegt. Aber sie handelt, so wie ich das beurteilen kann, eigentlich sehr verantwortungsvoll. Sie versucht auch, oder sie hat lange versucht, da ihre Familie auch rauszuhalten, aber dann kam sie eben zu diesem Biotop, glaube ich, Alien-Biotop-Erlebnis, zu dem wir jetzt vielleicht kommen können. Ja. Das vielleicht ein bisschen exemplarisch auch herausgreifen als so ein Schlüsselerlebnis, das dann ja auch remote-viewed wurde. Und da wird es dann ja wirklich spannend. Vielleicht beschreibt doch einmal, was sie da für ein Erlebnis gehabt hat, wo ihre ganze Familie, also auch ihr Mann, der davon ja eigentlich überhaupt nichts hält. Ne? Genau. Ja, und der ist da völlig außen vor bei dem ganzen Thema. Involviert waren. Ja, genau. Und das ist halt auch wirklich was, wo ich gesagt habe, okay, nachdem wir die Ergebnisse vom Remote-Viewing hatten, jetzt haben wir hier ein klares Goal, dass wir da so weitermachen können und das auch veröffentlichen können. Da fühle ich mich auch mit ausreichend sicher,
Und wer das halt anzweifelt, ja, müsste sich dann sozusagen mit dem Remote-Viewing auseinandersetzen oder den Remote-Viewern. Oder kann ja gerne auch ein eigenes in Auftrag geben und das nochmal von anderer Seite überprüfen lassen. Weil, wie gesagt, du hast es schon erwähnt, es war wirklich spektakulär. Der Ausgangspunkt war, dass, ich hatte schon erwähnt, sie dieses ganze Thema ja von den Kindern nach Möglichkeit fernhält. Und eines Morgens saß sie so und hat, wie ich es ihr empfohlen hatte, das aufgezeichnet, von an was sie sich von der vergangenen Nacht noch erinnern konnte, nämlich, dass sie ihre Kinder auf Liegen hat liegen sehen in der fremden Umgebung. Also das war jetzt keine Horrorzeichnung, man sieht halt mehrere Personen auf Liegen da liegen und da hat sie das schnell morgens aufgezeichnet, bevor sie es wieder vergessen würde. Und eine ihrer Töchter lief so an ihr vorbei, war gar nicht ihre Absicht, wie gesagt, dass überhaupt die Tochter das sieht. Und dann sagt die Tochter oder fragt die Tochter sie so beiläufig, ja, was zeichnest du denn da? Und sie sagt, ja, mein Traum. Also auch da sieht man, sie hat nicht gesagt, ja, ich hatte letzte Nacht irgendwie Erlebnisse mit Außerirdischen und das zeichne ich jetzt auf. Sie hat einfach gesagt, mein Traum. Da waren ja auch keine oder sind auch keine Außerirdischen zu sehen. Die Zeichnung ist auch im Buch, sondern einfach diese Personen und dann auch, ich weiß nicht, was man da noch, diese Spritze oder so. Und dann sagt die Tochter zu ihr, ja, mein Traum oder dein Traum? So dass klar wurde, als sie mir das berichtete, offenbar konnte sich die Tochter an dasselbe Szenario erinnern. Und das war für mich dann so ein Ansatzpunkt zu sagen, okay, hier haben wir ein Erlebnis, wo scheinbar mehr als so eine bloße Simulation, die wie gesagt ja auch häufig vorkommt, die vielleicht beim Remote-Viewing auch nicht zu Ergebnissen führen würde, sondern mehr vorliegen, nämlich offenbar ein Erlebnis, an dem mehrere Familienmitglieder beteiligt waren. Also habe ich dann hier die genannten Remote Viewer kontaktiert, beziehungsweise erstmal einen davon als Monitor oder habe nur den kontaktiert und mit ihm durchgesprochen. Ja, wir haben ja so einen Fall. Also Stefan Weber, ne? Der Stefan Weber in dem Fall, genau, der ja auch eine eigene Seite hat. Ich glaube, selbstidentifikation.ch, genau, da findet man da seine Dienste. Und gesagt, ja, würde gern mal das viewen lassen, und zwar von mehreren Remote-Viewern unter blinden Bedingungen. Das heißt, die Remote-Viewer dürfen nicht wissen, um was es überhaupt geht und auch noch nicht mal, dass überhaupt dieser Auftrag von mir kommt. Und ich möchte dir auch so wenig wie möglich Informationen überhaupt geben, um was es geht, dass da wirklich in jeder Hinsicht eine Beeinflussung ausgeschlossen ist. Ich habe ihnen dann am Anfang wirklich sehr, sehr wenig Informationen gegeben, am Ende dann etwas mehr, damit wir sozusagen das Target, also dieses Ziel des Remote-Viewings etwas ja besser formulieren konnten und er auch etwas mehr in der Hand hat, um die Remote-Viewer dann anzuleiten oder ja anzuleiten, ohne natürlich in eine bestimmte Richtung zu drängen. Aber er war also sehr, trotz allem sehr uninformiert im Vorfeld. Und dann haben eben sich drei Remote-Viewer das Ganze angesehen. Vielleicht waren es sogar noch mehr, die das sozusagen testweise, die noch in der Ausbildung waren, dann auch einfach mitgemacht haben. Aber vor allem bei zwei Remote-Viewern kamen dann ja sehr beeindruckende, verwertbare Ergebnisse zurück. Vor allem aber eben vom Stefan Franke, der ja auch andere Themen, die wir auch schon hatten, auch schon geviewt hat. Ich meine, wir hatten auch mal so einen Implantatfall. Es gibt eine eigene Sendung im Archiv, wo es um Remote Viewing und dem Entführungsphänomen, um das Entführungsphänomen geht. Also da, wir haben uns da schon einmal sehr intensiv diesem Thema gewidmet im Zusammenhang mit Remote Viewing. Und du hast eben jetzt auch dieses eine Erlebnis, wo sie eben dann zufällig drauf kommt, okay, irgendwie hat das auch ihre Familie erlebt. Das hast du dann eben remote viewen lassen. Das haben wir dann remote viewen lassen. Und kannst du das nochmal beschreiben, was da abgelaufen, was da passiert ist? Genau, ich beschreibe mal so, wie sie es gesehen hat. Und da muss man sagen, genauso wurde es eben auch von den Remote Viewern, vor allem vom Stefan Franke, der eben aber keine Vorinfos hatte,
wusste gar nicht, um was es geht, auch nicht, dass ich da beteiligt bin, geviewt, nämlich sie befindet sich auf einmal in einer fremden Umgebung. Es wirkt eher alles steril. Da stehen vier Liegen. Eine ist leer, wie sich später zeigt, die Liege, wo sie vorher selbst drauf gelegen hat. Auf den anderen beiden Liegen sind ihre beiden Töchter und ihr Partner in einem Zustand wie so weggetreten und komischerweise, sie liegen auf dem Rücken, sind die Arme so senkrecht nach oben schwebend, also so wie man ja normalerweise die Arme nicht halten würde, warum das auch immer so war. Interessant ist nur, dass selbst der Remote Viewer dieses Detail wahrgenommen hat, also die Armhaltung der Person, die er da wahrgenommen hat, stimmte mit dem überein, wie sie es vorher beschrieben hatte. Und es ist eben so ein wissenschaftlich-medizinisches, medizinische Umgebung. Da werden offenbar Versuche an den Menschen, die da liegen, vorgenommen. Es werden Spritzen verabreicht. Dann kommt eine Frau zu. Es wirkt alles so sehr, sehr irdisch. Ja, ja, und es wirkt die Frage ist natürlich auch, der wir uns jetzt auch nähern möchten, war das jetzt wirklich ein Traum oder? Nee. Ja. Also es war, nee, also sie nennt das alles Traum, aber in dem Fall müssen wir davon ausgehen, weil dann hätten ja sozusagen auch die Tochter und sie denselben Traum gehabt, aber auch die Remote-Viewer, und die wurden extra von dem Monitor, also zumindest Stefan Franke, gefragt, was ist das jetzt hier, auf welcher Ebene spielt sich das ab? Und er meinte, es ist alles sehr physisch, also er konnte auch die Unterlage spüren, wie die sich anfühlt, und hatte nicht das Gefühl, dass es erstens eine Simulation ist und erst recht kein Traum. Er konnte sogar auch wahrnehmen, wie sie quasi dahin gekommen ist, wie durch so eine Art Portal, kann man es nennen. Es hatte wieder mit Licht, mit Bewegung, mit einem Wechsel in den, mit einem Übergang zu tun. Selbst das konnte er einleitend wahrnehmen. Also es scheint an einem fremden Ort, und es wirkt zwar recht menschlich, so diese Umgebung mit Liegen und Untersuchungen und so, aber es schien schien eine andere Umgebung zu sein. Also es war auch scheinbar nicht irgendwo auf der Erde. Also er konnte drumherum quasi auch nichts wahrnehmen, so als wenn das ein abgeschotteter Raum wäre, der auch nur diesem Zweck diente, was auch immer es genau war. Auf jeden Fall trat dann, wenn sie da stand und also in Panik ihre Kinder gesehen hat, die da liegen, und ihren Partner und da völlig hilflos ja war, man ist auf einmal in der fremden Umgebung und Angehörige sind da wem auch immer hilflos ausgeliefert, kam dann eine Frau zu ihr, ich meine mit so blondem, langen, schütterem Haar, wie so eine Krankenschwester, sagte sie, die ihr dann Dinge erklärt hat und sie auch, glaube ich, an einen anderen Ort geführt hat. Und ich weiß schon gar nicht, ein nächstes Element war dann, es gibt ja mehrere Elemente, ein nächstes war, dass sie in so einem Art, sie sagt, wie so ein Zahnarztstuhl lag mit bunten Bildschirmen um sie herum und einem Art Roboterarm, der da von oben auf sie zukam. Da ist auch eine sehr interessante Zeichnung. Und das ist genau das, was ich vorhin gesagt hatte. Da ist da diese Vorrichtung gezeichnet, die da von oben auf sie runterkommt. Und zwar aus verschiedenen Perspektiven, beziehungsweise in verschiedenen Zuständen. Also einmal wie so zusammengeklappte Paneelen, die auseinanderklappen, wo dann so eine Art großes mechanisches Auge zum Vorschein kommt und dann auf derselben Zeichnung auch zu sehen, wie dieses Auge roboterarmmäßig über ihr schwebt. Und da ist halt zum Beispiel sehr interessant, und deswegen bin ich halt auch von diesem Remote-Viewing so fasziniert, dass der Stefan Franke in seinen Remote-Viewing-Protokollen, also da wird ja immer notiert, was man wahrnimmt, aber auch zum Teil gezeichnet hat, genau dieses Szenario, wie sie da liegt, auf einer Liege und über ihr so ein Roboterarm schwebt. Ja, und das noch erstaunlicher war, und das hat mir sozusagen nochmal eine Garantie gegeben für die Remote Viewer selber und für deren Arbeit,
Wir selber wussten zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass diese Szene mit Zahnarztstuhl, Roboterarm irgendwas mit diesem sogenannten Biotop, mit diesen vier Liegen zu tun hat. Wir sind erst später, nachdem wir auch das Remote Viewing kannten, auf eine Zeichnung gestoßen, die sie früher schon angefertigt hatte, wo genau das dargestellt ist, wie sie da liegt, über ihr der Roboterarm und sogar diese bunten Anzeigen. Und die sind sogar noch hervorgehoben, weil die bunten Anzeigen, die auch der Remote Viewer beschrieben hat, das Einzige sind, was in dieser Zeichnung oder fast das Einzige sind, was da bunt dargestellt ist. Das heißt, in dem Fall haben die Remote Viewer eine Szene beschrieben, die selbst wir zum Zeitpunkt des Auftrages dieses Remote Viewings gar nicht kannten und gar nicht zuordnen konnten. Wie ist das zu erklären, dass es vorher schon diese Zeichnung gab? Entweder war sie vorher schon mal an dem Ort gewesen und hat das schon mal so erlebt und damals halt aufgezeichnet, bevor das mit den Töchtern und mit dem Partner war. Oder sie hat vielleicht auch was damals aufgezeichnet, was dann erst sozusagen in unserer Zukunft stattfinden würde. Was es von beiden ist, weiß ich nicht. Aber das war sozusagen sehr beeindruckend und nochmal eine Bestätigung für die Remote Viewer. Und so kamen halt ganz viele Details in dem Remote Viewing dazu, die sie auch beschrieben hatte, die eben diese Erfahrung nochmal als real, auf welcher Ebene auch immer, dann untermauert haben. Und es war auch klar, da sind, wie gesagt, dann fremde Wesen mit im Spiel, die da eine Art Projekt durchführen. Und wie auch immer das geht, da hätte ich sogar selber gerne, wenn der Stefan Franke hier in der Sendung gewesen wäre, ihn gefragt. Er hatte ja sogar auch nochmal, auch das ist wiedergegeben im Buch, eine Kommunikation, also auch da haben wir das Thema Kommunikation, was wir eben hatten, mit einem dieser, ja, ich sag's mal, Wissenschaftler gehabt, die da an diesem Projekt beteiligt waren. Ja, genau. Stefan Franke, ich habe ihn gefragt, ob er dabei sein möchte, kann. Er wäre gern, aber er sitzt gerade irgendwo, ich glaube, an einem Lagerfeuer in Schweden. Ich weiß es nicht. Also er ist hier nicht ausgegangen für ihn. Er ist offenbar gerade auf Urlaub. Genau, also vielleicht nochmal zurück zu diesem Szenario. Also sie sieht ihre ganze Familie und sich selbst da auf diesen Liegen und... Ja, beziehungsweise sie sieht eine leere Liege, also da, wo sie vorher gelegen hat. Aber ja. Sie sieht also, ihre Familie dort. Ja. Ihre Töchter haben, oder eine ihrer Töchter hat offenbar einen sehr ähnlichen Traum gehabt in dieser Nacht. Ich sage jetzt Traum durchaus unter Anführungszeichen, wobei, also da, das ist wirklich alles sehr schwer vorstellbar, wie sie da irgendwo anders hingekommen sein. Und die, ja, da ist ja auch eine Zeichnung von der Tochter im Buch oder im Internet auch zu finden, wo man auch sieht, da sind beide Zeichnungen, die Zeichnung von der Mutter und von der Tochter, da sieht man natürlich sehr deutlich, dass da ein zumindest ähnliches Szenario aufgezeichnet ist. Und auch da, klar, das können wir jetzt hier so nicht beweisen, hat die Mutter nicht gesagt, versuch mal meine Zeichnung abzupausen oder so, sondern allenfalls gesagt, ach, okay, du hast einen Traum, zeichne den doch mal auf. Also mehr kommt da auch nicht von der Mutter, was irgendwie die Kinder beeinflussen würde. Ja, ja, und ich meine, klar, auf das werden wir vielleicht auch zu sprechen kommen, sie spricht da auch von einem Prozess der Verschmelzung mit KI und von dieser Roboterkultur der Aliens. Damit ist jetzt aber nicht unbedingt dieser Roboterarm gemeint, sondern wirklich eine Art hybride Kultur aus biologischen Wesen und KIs. Mhm. Ich finde es ja sehr interessant, jetzt, wo plötzlich KIs in aller Munde sind, kommen auch auf einmal die Alien-Geschichten, wo KIs vorkommen. Mhm. Ich meine, das ist eine Beobachtung, die man seit vielen Jahrzehnten macht, dass dieses Phänomen sich ständig an unsere aktuelle Technologie auch anpasst, was immer das jetzt wieder bedeutet. Aber ja, eins nach dem anderen, gehen wir mal zurück noch einmal auf diese Erfahrung. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen erzählen jetzt aus der Sicht der Remote Viewer, weil die ja da eben diese Draufsicht haben. Mhm. Stefan Franke, eben wie gesagt einer der Remote Viewer, beschreibt, wie Clara im Biotop, ja, so nennt es Clara, oder das wird ja dann, glaube ich, so, sie fragt dann, was das
ist und irgendeine dieser Entitäten sagt ja dann, das ist ein Biotop. Ich glaube, das so kommt dieser Begriff ins Spiel. Ne? Ja, genau. Und Stefan beschreibt da, wie Clara weiße Eier entnommen werden. Eier, genau. Ja, sie beschreibt dann ein genetisches Zuchtprogramm. What the fuck? Also kannst du auf das... Ja, also es gibt wenig Informationen, sowohl von ihrer Seite als auch von den Remote-Viewern, was genau da, was für eine Art von Forschung oder Projekt da stattfindet. Ich bin mir sogar gar nicht sicher, sprechen Sie von Züchtung oder Genetik? Aber scheinbar schon. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, ob das wirklich der Begriff dort fällt in dem Zusammenhang. Aber es ist natürlich höchst erstaunlich, dass ich ein Remote-Viewing mache zu einer angeblich von der CIA kontrollierten Untergrundanlage in Texas, wo Mind-Control-Programmierungen und Snuff-Film-Produktionen und extrem schlimme Dinge passieren, wo auf einmal ein genetisches Züchtungsprojekt offenbar nicht menschlicher Wesen auftaucht. Und jetzt haben wir hier in diesem Kontext auf einmal auch wieder offenbar ein genetisches Programm. Dass es mit Genetik zu tun hat, würde zum Beispiel auch dafür sprechen, dass die Kinder involviert sind. Ich hatte es ja vorher schon gesagt, dass es ein oder nee, das hatte ich so genau noch nicht erwähnt, dass bei meinem Buch Grace habe ich recht offen gehalten, was für Intentionen stecken hinter dem Ganzen, gerade hinter diesen Aktivitäten dieser sogenannten Grauen. Aber eins war damals mir schon völlig klar, dass es hier um ein genetisches Projekt geht. Ob das jetzt im Sinne der Menschheit, um die Menschheit, weiß ich nicht, zu verbessern oder zu bewahren läuft oder im Sinne dieser fremden Spezies, warum auch immer, oder mehrere Motive da eine Rolle spielen, das konnte ich nicht sagen, weil da tatsächlich auch von den Fremden, wenn mal drüber gesprochen wird, unterschiedliche Aussagen kommen. Aber völlig klar ist, das muss man hier nochmal betonen, anhand der Abduktionsforschung, die wir bislang haben, dass ein genetisches Projekt abläuft. Warum? Weil immer wieder eben diese Scheinschwangerschaften auftauchen, also menschliche Frauen Embryos austragen müssen, die dann verschwinden nach 3 bis 4 Monaten. Immer wieder an Bord Behältnisse gesehen werden, wo Embryos gezüchtet werden, aufgezogen werden. Ich erinnere an eine Sendung viele, viele Jahre her mit Heike Habel, so hieß die Dame damals, die genau diese Dinge beschreibt zum Beispiel. Ja, seit Jahrzehnten beschreiben Leute solche Dinge. Wieder, ich weiß es auch nicht, warum. Ja, keine Ahnung. Ja, also es kommt auf jeden Fall als ein Muster immer wieder vor, auch dass eben Hybridkinder gezüchtet werden oder die Betroffenen eben Babys sehen, die einerseits menschlich aussehen, aber scheinbar dann auch diese anderen Charakteristika aufweisen, wie große, sehr große Augen. Man muss auch eines dazu sagen, also gerade dieses Narrativ von Kindern, die in Untergrundbasen gefoltert werden, ja, das kommt natürlich auch bei QAnon vor. Ne? Und dort QAnon ist halt eine komplette riesige Desinfo-Kampagne mit zum Teil wirklich schwierigen und furchtbaren Auswirkungen. Also ich meine, da machen ja Leute die ersten Dinge dann. Also das ist wirklich ein komplexes und sehr schwieriges Thema. Mir ist das klar, ja. Aber ja, man kann es trotzdem nicht ignorieren. Ja, also finde ich halt. Ja, aber wenn es jemandem zu viel ist, ich verstehe es total. Deshalb sage ich ja, also als Antworten, hallo. Also man muss da wirklich tiefer einsteigen, weil in der Tat QAnon ist ganz klar eine PSYOP. Ich halte auch Trump für Teil dieser PSYOP, allein schon aus dem Grund, dass er während seiner Amtszeit nie irgendwas aufgedeckt hat, was er als Oberbefehlshaber der Streitkräfte, meine ich, schon in der Lage zu gewesen wäre. Er hätte auch Assange schon vor 3 Jahren freilassen können. Stattdessen hat er einen Kriegsverbrecher, der im Irak tätig war, freigelassen. Ja, solche Sachen muss man halt auch einmal sagen. Ja, es sind ja, wie gesagt, es sind die Tatorte bekannt, es sind die Täter bekannt. Also wer da die Möglichkeiten hat, könnte
ohne Probleme da die Beweise sammeln und das Ganze aufdecken, hat er, wie gesagt, nicht gemacht. Und QAnon hat natürlich das Ziel erreicht, das ganze Thema der sogenannten rituellen Gewalt in Verruf zu bringen. Genau, das ist, glaube ich, das Sinn von solchen. Ja, genau, das ist absolut der Sinn und mit Erfolg, weil man muss ja wissen, rituelle Gewalt, also diese Überlebenden aus diesen satanischen Familienstrukturen, die gibt es ja seit Jahrzehnten und es gibt, und das war sozusagen meine große Erkenntnis, weswegen ich auch dann Dunkle Neue Weltordnung Teil 1 geschrieben habe, es gibt ja eine umfassende therapeutische Literatur, zum Teil Jahre alt, zum Teil aktuell, aus den USA, aus Deutschland, aus anderen Ländern, die im Detail beschreiben, was passiert dort, wie gehen diese Programmierungen, was sind die Foltertechniken, um ein Bewusstsein aufzuspalten. Das ist ja alles seit Jahren belegt. Und dann kommt auf einmal QAnon um die Ecke. Und es wurde auch nie irgendwie größer angegriffen oder attackiert. Dann kommt QAnon um die Ecke und übertreibt sicher auch bestimmte Dinge oder zumindest präsentiert QAnon oder diese Bewegung, diese Dinge in einer Form, die nicht mehr seriös ist. Dann stürmen sie noch das Kapitol und auf einmal kann man natürlich auch sehr leicht jeden Therapeuten, der mit Überlebenden aus diesen Kreisen zusammenarbeitet, angreifen und sagen, du bist hier ein QAnon-Fanatiker, du redest deinen Patienten diese Dinge ein, diese sogenannte Satanic Panic Propaganda. Und auf einmal stehen die Therapeuten im Kreuzfeuer, die vorher jahrzehntelang sehr gute Arbeit geleistet haben und auch wichtig waren, damit überhaupt einzelne Überlebende da Hilfe bekommen haben. Also insofern ist das eine sehr gelungene Psy-Op, was aber nicht heißt, dass es eben diese Untergrundanlagen nicht geben würde. Beispiel, wie in meinem Buch dann Uncle Sam zum Einzelnen nachzulesen, dieses Remote Viewing ja gezeigt hat. Auch da war Stefan Weber aus der Schweiz beteiligt, dass diese Anlage existiert. Ja. Und wir haben vielleicht an der Stelle einen Anrufer oder eine Anruferin. Sollen wir sie vielleicht kurz dazu nehmen? Hallo, du bist live. Hallo Tarek, hallo Herr Polte. Hallo. Ich bin Jana. Ah, hallo Jana, okay. Hallo. Und hallo. Ich habe eine Frage und zwar nochmal zu den blauen Flecken. Mhm. Und der Hintergrund ist, ich habe selber eine Entführungserfahrung und ich hatte danach mehrere, bin ich morgens aufgewacht und hatte auch diese blauen Flecken. Mhm. Und teilweise, ich habe sie mir dann genauer angeguckt, habe sie auch fotografiert und habe dann gesehen, dass diese blauen Flecken wie eine kleine Hand, also meine Hand passte da fast genau drauf. Und das fand ich... Ich fand schon ein bisschen, ich konnte halt nichts dagegen machen und ich konnte mich auch an nichts weiter erinnern. Ja. Meine Frage wäre, ich würde davon ausgehen, dass ich ja nicht mit meinem Körper entführt wurde und die anderen sehr wahrscheinlich auch nicht, sondern es ist mehr so eine, weiß ich nicht, was ist das, Astralreise oder wie kommen die blauen Flecken auf meinen Körper drauf? Wurde da eine Antwort gefunden? Also zum einen, in der Tat, ich hatte es ja auch schon erwähnt, diese blauen Flecken sind ein altbekanntes Muster in diesen Entführungserfahrungen, wie es eben halt auch hier in dem Fall von Clara Wolf dann auftauchte, aber ich auch andere Betroffene persönlich kenne, die mir es auch geschildert haben. Ich aber tatsächlich bislang keine überzeugende Erklärung gefunden habe, wie es zu denen kommt. Was es gibt, auch da gibt es, hatte ich Aufnahmen gesehen, dann von der Clara Wolf selber, das waren nicht ihre Kinder, wo tatsächlich wie so Fingerabdrücke zu sehen waren. Also möglicherweise kann das tatsächlich zum Teil von einem starken Festhalten kommen. Ich meine, das war auch da damals so bei dem Fall, den ich eben geschildert hatte, mit der Tochter und der Mutter. Zu ihrer Ausgangsfrage nochmal oder zu der Bemerkung, es ist so eine Art astrales Erlebnis, muss man sagen, es gibt relativ sicher oder sehr sicher beide Arten von Entführungserlebnis, also wirklich die physischen, wo tatsächlich der Körper mitgenommen wird an einen anderen Ort, was auch schon in
frühen Fällen, beispielsweise von Bud Hopkins, in der Form auch dokumentiert wurde, dass andere Familienmitglieder in der Zeit, wo jemand dann im Nachhinein berichtet hat, ich glaube, ich habe hier da so ein Entführungserlebnis erlebt, in seinem Zimmer nicht anzutreffen war. Ja, oder was ein anderes Beispiel, was noch verbreiteter ist, dass gerade wenn dann große Familien sind mit mehreren Kindern, auch da wieder dieser Raymond Fuller Fall, am nächsten Morgen wachen die Betroffenen verkehrt herum im Bett auf, was gerade, ich sag mal, wenn es ein schmaleres Bett vielleicht ist, eher unwahrscheinlich ist, dass man schafft, im Schlaf eine komplette 180-Grad-Drehung hinzubekommen, mag vielleicht auch möglich sein in Einzelfällen, aber es ist halt recht oft vorgekommen, dass sowas festgestellt wurde, sodass offenbar bei dem Zurückbringen dieser Entführten dann ein Fehler unterlaufen ist und das sogar so weit ging. Auch das war bei dem Betty Luca-Fall, ist das aufgetreten, dass Kinder in den falschen Betten aufgewacht sind. Also sie waren auf einmal im Bett des Geschwisters. Und das alles spricht dafür, dass da tatsächlich auch physische Erfahrungen gemacht werden. Also beispielsweise bei dem Fall von der Mutter mit der älteren Tochter hat sie mir sehr eindrücklich die Tochter geschildert, einmal aufgewacht zu sein und hatte einen, ich meine, es war nur auf einer Gesichtshälfte, einen kompletten Sonnenbrand und hatte aber am Tag zuvor gar nicht das Haus verlassen. Und solche scheinbaren Strahlungsschäden, hatte ich dann erst bei meinen Recherchen gesehen, sind auch bei anderen Fällen schon dokumentiert, so dass beispielsweise auch manche Betroffene dann mit irgendeiner Strahlungsquelle in Kontakt kommen und dann diese Hautverletzung mit sich bringen, was übrigens auch hochspannend in einem Dokument aus dem, ja, ich glaube, also grob gesprochen aus dem Pentagon auch zu finden ist, wo nämlich Fälle dokumentiert sind von Piloten, die offenbar diesen Flugobjekten zu nahe kommen und man dort viele Fälle aufgelistet und untersucht hat, weil dann auch diese Hautverletzungen unter anderem aufgetreten sind. Also das zum einen dazu, es gibt diese physischen Entführung, aber, und das hat eher die Forscher dann verwundert am Anfang, offenbar auch quasi so nicht körperliche Erfahrungen, die oft aber eigentlich als körperliche Erfahrungen wahrgenommen werden, bis zu dem Zeitpunkt, wo jemand dann zurückgebracht wurde und bemerkte, in meinem Bett liegt ja schon jemand, und das war man dann selber, und merkte, oh, ja, genau, ich bin scheinbar physisch gar nicht weggekommen. Ja, ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch so war. Ja, ich glaube auch, man muss auch sagen, dass diese Entführungserlebnisse völlig verschiedene Ursachen haben können und völlig verschiedene Entführer. Ja, das kommt, also kommt sicher alles auch noch Mögliche dazu. Und vieles davon hat vielleicht gar nichts, aber sowas von gar nichts mit Aliens oder nur indirekt damit, oder Aliens unter fetten Anführungszeichen, zu tun. Ja, es gibt ja auch also, genau diesen militärischen Aspekt. Aber wenn Sie mögen, können Sie ja gerne da auch noch etwas zu Ihrer Erfahrung dann berichten. Ja, also ich habe praktisch so ein typisches Erlebnis gehabt, dass ich auf so einen Tisch wach geworden bin, wo dann links und rechts zwei große Aliens, also große Greys standen. Ich muss dazu sagen, dass ich bis heute nicht weiß, was da drin ist. Also das ist meine Frage. Also ich habe keine Ahnung, ob das eigene Wesen sind oder ob das Militär ist oder was weiß ich. Also das, ich sehe das nicht generell als Aliens, auch wenn ich das jetzt gerade so gesagt habe. Aber ich weiß nicht, was das ist. Das war aber das, was ich gesehen habe. Es kann auch sein, dass es dass mir das überdeckt wurde und dass dahinter eigentlich jemand anders stand. Also das halte ich alles für möglich. Und das Ding war, dass der rechts neben mir ein Instrument in meine Richtung schob und ich das abwehrte und sagte, stopp, das steht dir nicht zu. Also und daraufhin hielt er inne, war ein bisschen, er wusste nicht, was er machen sollte und guckte hoch. Und dann kam kurz danach, tauchte links und rechts, tauchten noch zwei weitere auf und der eine schaute mich an und dann war ich weg. Das waren auch dann so große Greys, die dann als... Genau, ja, es waren alles auftauchten. Okay. Ja, interessant, in der Tat.
gerade wenn es diese kleine Variante, nenne ich es mal, der Grace ist, wurde ja auch immer wieder mal berichtet von Betroffenen, wenn sie sich da sozusagen aus auch so einer Starre losreißen konnten während so eines Entführungserlebnisses, diese, ich nenne es mal Entführer, dann recht schnell überfordert waren mit dieser menschlichen Reaktion oder Gegenwehr und sich da auch erstmal wieder auch darauf einstellen mussten, wie sie mit dieser Situation dann umgehen können. Das hört sich für mich sozusagen sehr, sehr vertraut an. Ja, also ich hatte so das Gefühl, dass er, dass dieser, diese eine Sorte Grace, dass die nicht viel zu tun haben als immer das Gleiche. Und wenn da jetzt was passiert, was außerhalb ihres Programms ist, dann müssen sie erstmal fragen, was mache ich denn jetzt? Ja, und dann kommen die Nächsten, die dann so ein bisschen mehr regeln können und einen dann vielleicht auch, die auch ja mental ja sehr stark sind. Also dass die einen, ja. Dass die also wirklich einen dann so zack weg. Und aber genau genommen denke ich mir, kann man das vielleicht auch technisch lösen? Also ich weiß, könnte noch nicht mal sagen, dass da irgendwo ein Wesen drin ist. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass man das auch technisch lösen könnte, dass man jemanden mit einem Instrument ja befeuert und dann ist der auch weg. Ja, ja, so. Das ist in der Tat die große Frage, was steckt dahinter? Deswegen, wenn das hier das Alien-Projekt heißt, da wird auch darauf hingewiesen, oder zumindest ich weiß dann auch immer wieder darauf hin, das ist jetzt nicht im Sinne von Außerirdischen zu verstehen, weil wir eben nicht wissen, mit was wir es hier genau zu tun haben. Alien heißt ja nicht außerirdisch, sondern fremd. Ja, genau. Das ist fremdartig, das glaube ich, auf das können wir uns einigen. Genau, aber auch wenn man jetzt E.T. sagen würde, auch so, die Clara Wolf spricht manchmal von den E.T.s, aber das ist jetzt nicht im Sinne von Zivilisation von einem anderen Planeten unbedingt gemeint, sondern letztendlich, wir wissen es nicht, mit was wir es zu tun haben, gerade auch, weil diese Wesenheiten, wie gesagt, zum Teil ja auch in diesem Kontext der rituellen Gewalt auftauchen, ist es noch merkwürdiger, wenn es sozusagen außerirdische wären, beziehungsweise spricht eigentlich völlig dagegen. Also wir haben es ja sicher mit etwas ganz anderem zu tun, höchstwahrscheinlich auch etwas ein interdimensionales Phänomen. Aber viel mehr können wir auch in der Tat nicht dazu sagen. Ja, ja, das denke ich auch. Auch, dass wir unsere Vorstellung von unserem eigenen Dasein, also von unserem Körper, die scheint ja schon, ja, die muss man überhaupt erstmal ergründen, weil allein schon so diese blauen Flecken sind ja eigentlich teilweise dann sonst gar nicht zu erklären mit unserem herkömmlichen Bild. Ja, ja. Was von unserem Körper, von unserem Dasein. Das, ja, das denke ich auch. Das ist noch alles sehr in Frage, ja. Ja, aber umso besser ist es, dass dann auch Menschen wie Sie sich trauen, auch einfach mal darüber zu reden. Da war ich auch sehr erstaunt. Ich hatte auf einem YouTube-Kanal, gut kann man erwähnen, vom Charles Fleischhauer, Geheimnisvolle Welten, der eigentlich dem Thema auch eher kritisch bis skeptisch gegenübersteht, mit ihm auch über das Buch gesprochen. Und da hat er eigentlich erwartet, dass die Community da sehr negativ eingestellt ist. Und die hätten wahrscheinlich auch vor, sagen wir, 2, 3 Jahren, 4 Jahren das Interview in den Kommentaren zerrissen und war dann sehr erstaunt, dass ja der ganz große Teil der Menschen, die da kommentiert haben, das sehr neutral bis bejahend angenommen haben und unter den Kommentaren auch erstaunlich viele waren, die gesagt haben, ich habe da was Ähnliches erlebt und dann irgendwelche, wenn auch natürlich sehr knapp, dann Kindheitserlebnisse geschildert haben. Und das in der Häufigkeit, die ich wirklich so nicht erwartet hätte. Und bei einem anderen YouTube-Channel war das dann ähnlich. Also man kann schon davon ausgehen, es passiert viel häufiger, als wir wahrscheinlich für möglich halten. Und natürlich, je mehr darüber sprechen, und vielleicht ist das Buch auch so ein bisschen als Katalysator gedacht, desto weiter kommen wir vielleicht schrittweise, da zumindest bestimmte Fragen zu beantworten. Und man muss natürlich auch immer sehen, das haben wir heute noch gar nicht angesprochen, dieses ganze sogenannte Entführungs- oder Kontaktphänomen ist natürlich ganz klar im Zusammenhang mit dem UFO-UAP-Phänomen zu sehen. Und wenn das jetzt immer mehr bestätigt wird, sei es durch Aussagen vom Kongress oder UAP-Berichte des Pentagons und so weiter oder Insider, muss man ja sagen, all die hunderte bis tausenden Berichte, die es seit Jahrzehnten von Betroffenen gibt, bekommen damit ja natürlich nochmal eine ganz andere Glaubwürdigkeit, weil wenn UAPs als gesichert gelten,
wäre es Unsinn, weiterhin zu sagen, naja, aber die da drin sind, die werden ja wohl unter keinen Umständen irgendwelche Menschen entführen. Das ist ja dann völlig aberwitzig. Das kann nicht sein. So eine Argumentation macht ja keinen Sinn. Also insofern geht alles schon in die Aufdeckung dieser Themen, wenn auch vielleicht nicht durch staatliche Stellen, aber indem es einfach bekannt wird in der Öffentlichkeit, in ja, bestimmten Bereichen der Gesellschaft. Okay. Ja. Gut, ja, vielen Dank für den Hinweis. Ja, ich danke. Die Fragen. Ich danke unglaublich auch. Was heißt groß? Ja, danke. Absolut erstaunlich. Ja. Und es zeigt so ein bisschen, ja, es ist verbreiteter, als man vielleicht denkt, natürlich eingedacht, dass das ganz viele Ursachen haben kann, etc. Ja. Gut. Vielen Dank. Danke euch beiden und noch schönen Abend. Danke. Gleich auch. Tschüss. Jupp. Tschüss. Ja, also wo waren wir? Wir waren bei diesem Erlebnis eben von Clara Wolf, das Remote Viewed genau. Wurde, also wo, ich finde das so absurd, also dass ja weiße Eier innehmen. Hast du dir da irgendwas, gibt es da irgendwelche weiteren, was heißt das, weiße Eier wurden innehmen? Interessant. Ist das ein symbolisches... Nee, ich verstehe das überhaupt nicht. Ich glaube, das ist... Sie legt doch keine Eier. Ich meine, was soll das? Wir müssten vielleicht, ja, ich habe jetzt die Stelle im Buch nicht aufgeschlagen, nochmal genau, wie das beschrieben ist. Das beschreibt ja, meine ich, der Remote Viewer. Ja, oder? Das beschreibt Stefan Franke. Genau, also insofern... Schade, dass er nicht da ist halt. Ja, ich glaube, es war eher so im Sinne von kleine Kügelchen. Nein, ich habe mir das notiert. Okay. Er sagt, aus dem Bauchraum... Ich suche jetzt gerade so ein bisschen, ja. Weil ich überlege gerade, ich schnapp mir gerade mal mein anderes Buch, einen Moment. Aber da wäre es jetzt gut, wenn ich das Ganze als PDF hätte, dann könnte ich suchen, aber... So, weil mir fällt gerade ein, wo du das mit den weißen Eiern so betonst, dass die Remote Viewer bei der Untersuchung dieser Untergrundbasis und dem Programm, was sie da gefunden haben, und ich suche da gerade mal in dem anderen Buch die Stelle, auch darauf stießen, dass den Betroffenen dort etwas entnommen wurde. Und die Beschreibung, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, war da sehr ähnlich zu diesen weißen Eiern. Ja, gut, vielleicht schaffe ich es parallel, aber... Ist jetzt nicht so. Aber okay, also du sagst, das ist gar nicht so, das wird öfter beobachtet. Nee, also das nicht. Ich kann es auch nicht erklären, was dahinter steckt. Aber dass da so was Eimäßiges, Durchsichtiges entnommen wird, erinnere ich mich gerade dran. Durchsichtig sind die, okay, weil ich habe mir da notiert weiß, aber okay. Oder weiß... Ja, ich müsste es noch mal suchen in dem anderen Buch. Das kam jetzt, wie gesagt, von dem anderen Remote Viewing her bekannt vor. Also da hatte zum Beispiel, ich kann es mal vorlesen, der Remote Viewer geschrieben. Der Remote Viewer hatte den Eindruck eines zunächst toten physischen Trägers, auf den Informationen aufgetragen beziehungsweise der mit diesen Informationen angereichert werden sollte. Bei dieser Energetisierung ging es um die Aktivierung von etwas Neuem, die Belebung von toter Materie. Ja, jetzt habe ich's. Dann hatte ich hier weitergeschrieben, aber auch Potenzialentfaltung spielt eine Rolle. In Klammern, wobei unklar blieb, in welchem Sinne dieser Begriff zu verstehen ist. Hierbei entstanden letztendlich durchsichtige Kügelchen, die in einer Art gelben, faserigem Zuchtgewebe eingebettet waren, da als Produkt des Gesamtprozesses Embryos wahrgenommen wurden, also von den Remote-Führern, könnten sich diese aus den durchsichtigen Kügelchen entwickelt haben. Wesen wachsen lassen, lautete das Fazit des Viewers. Ja, also wir haben ja möglicherweise eine ziemlich krasse Verbindung zwischen den beiden Remote Viewings zu zwei erstmal scheinbar völlig
unabhängigen Themen oder ja, Erfahrungsgebieten. Also da tauchten tatsächlich, und das hatte ich jetzt nicht mehr so in Erinnerung, diese Kügelchen aus, die scheinbar so Eier waren, aus denen sich dann, also zumindest die Theorie, weil dann später Embryos wahrgenommen worden, aus denen sich dann offenbar diese Embryos gebildet haben. Das könnte natürlich hier in dem Fall was Ähnliches gewesen sein, aber ich kann es nicht sagen, weil wirklich nicht mehr Informationen von den Remote-Führungen als diese Beschreibung hier, meine ich, müsste man die Stelle in dem Buch von Clara Wolf nochmal nachlesen, da vorliegen. Insofern wäre das dann Spekulation. Aber trotzdem ist natürlich diese Verbindung erstaunlich, ja, dass beide so Kügelchen Eier beschreiben, die ja. dann genommen werden. Weil ich kenne das auch nicht aus irgendeinem anderen Fall. Also das sind wirklich, wären dann die beiden einzigen Fälle, wo jetzt genau sowas beschrieben wurde, zumindest die mir bekannt sind. Blablablub fragt, ob die Kinder und die Entführte Nasenbluten hatten regelmäßig. Beschreibt sie eigentlich nichts davon, ne? Ich meine nicht, ja. Auch wenn das natürlich, da muss ich der Fragestellerin hier recht geben, da auch ein recht typisches Indiz zumindest war bei Betroffenen, dass sie eben aufwachten und merkten, beispielsweise an ihrem Kopfkissen ist Blut. Also sie hatten oftmals schon mal nachts Nasenbluten oder hatten dann noch beim Aufwachen Nasenbluten. Und das wurde aber, naja, kann man sagen, recht sicher aufgeklärt, wie es dazu kam, weil diesen Betroffenen während dieses Entführungserlebnisses offenbar etwas in die Nase eingeführt wurde, also ein Implantat eingeführt wurde. Da kam man erst dann später drauf im Laufe der Jahre, weil einzelne Betroffene dann eben begannen zu beschreiben, dass sie sich erinnern konnten. Oft war das dann unter Hypnose, wie ein langes nadelförmiges Instrument auf sie dann zugeführt wurde. Oft sahen sie sogar an der Spitze, dass da irgendein kleines Teilchen ist. Das ging dann in die Nase rein unter extremen Schmerzen. Und wurde dann rausgezogen und manche konnten sogar sehen, dass dann an der Spitze dieser Art Nadel dann nichts mehr zu sehen war. Ich habe sogar selber einen Fall hier aus Deutschland, wo eine Frau sich dran erinnerte, auch an diesen extremen Schmerz erinnerte, dass da was durch die Nase oder durch die Nasennebenhöhle ging, auch irgendwas durchstochen wurde. Manche sagen, sie spüren, wie da irgendwas durchstochen wird. Und das scheint offenbar die Erklärung zu sein, diese Implantate, die da eingeführt werden für dieses häufige Nasenbluten. Interessant ist, das habe ich erst kürzlich gesehen, dass in der Zeichnung, genau, mit dem Roboterarm, wenn man sich die anschaut, ich glaube, man kann die sich auch runterladen und dann kann man es, glaube ich, vergrößern. Müsste man noch mal sehen. Oder macht das? Habe ich versucht. Also geht nicht? Ich glaube nicht. Okay. Ne, aber ja. Ah, ja, okay. Auf jeden Fall, man erkennt es auch so, dass dieser Roboterarm, der hält etwas, nämlich auch so eine lange Nadel und an der Spitze der Nadel hängt auch ein kleines Objekt, das allerdings in dem Fall eher in Richtung, wenn ich mir das hier ansehe, eher in Richtung Mund zu gehen scheint als in Richtung Nase. Vielleicht ist damit auch gemeint, dass das, also entweder wurde es in den Mund angeführt, aber vielleicht ist damit auch gemeint, dass es dann in die Nase gehen sollte. Also selbst da haben wir gerade, wo wir drüber sprechen, diesen Aspekt dokumentiert. Ja, also wir reden ja schon weit über zwei Stunden heute und ach Gott, es gibt noch so viel. Also ich möchte auf jeden Fall noch auf Ihre Real-Life-Erlebnisse, die da irgendwie korrelieren, eingehen. Aber ein ganz wichtiger Aspekt, den wir jetzt noch gar nicht so richtig angesprochen haben, ist, Clara ist ein großer Transhumanismus-Fan. Ja, sie sagt an einer Stelle, ich fühle mich nicht mehr wie ich selbst, sondern wie eine Art Hybridwesen aus Mensch und Maschine. Und ja, die Frage stellt sich, ist dieses Alien-Projekt unter Anführungszeichen quasi äquivalent mit der Idee des Transhumanismus? Und auf Seite 262 schreibt sie auch, der Schlüssel einer neuen Form der Evolution mit KI. Da habe ich dann spätestens an diesen Mythos der achten Sphäre denken müssen. Also Rudolf Steiner hat es unter anderem sich damit beschäftigt. Also Dark Journalist, auf den möchte ich da verweisen, wenn man sich da weiter damit beschäftigen möchte.
der da unglaublich viel ausgegraben hat und der vor 100 Jahren genauso was beschreibt. Und das ist nämlich wirklich gruselig ein bisschen. Also ich habe mir, als ich das Buch gelesen habe, musste ich da ständig an diese sogenannte achte Sphäre denken, die also kein Planet in diesem Sinne ist, sondern wirklich ein alternativer Entwicklungspfad der Menschheit, der sehr mechanistisch ist. Und ich meine, vor 100 Jahren hat man natürlich künstliche Intelligenz in der Form nicht vorhersehen können, aber das wird eigentlich beschrieben, mehr oder weniger, ohne dass ich jetzt die Originalquellen kenne. Also ich kenne jetzt nur die das, was also jetzt Dark Journalist da auch sich auch hineininterpretiert, aber wirklich spannend. KI, das kommt ja ständig vor. Also eben auch diese, dass diese fremden Intelligenzen uns mit KI verschmelzen möchten, weil sie sagen, nur so kann sich die Menschheit überhaupt retten. Ja, also es kommt, muss man sagen, ständig wäre, glaube ich, übertrieben, es kommt gegen Ende des Buches dann zumindest mehrfach vor. Ja. Also ich sag mal, bei den ersten Erlebnissen spielt es noch keine Rolle, aber irgendwann kamen dann diese Botschaften auch in die Richtung oder zumindest sie schreibt dann darüber. Insofern war das dann doch so ein bisschen so wie so ein roter Entwicklungsfaden, der dann auch in diese Richtung KI und Transhumanismus geht. Wobei ich ihr gesagt habe, wir haben ja über vieles dann diskutiert. Ich sehe das deutlich skeptischer als sie. Sie sieht das aus einer anderen Warte. Sie ist ziemlich begeistert von dieser Idee. Ja, ich sag mal, ich kann es aber teilweise auch nachvollziehen, aber ja. Ja, also ich sag mal ganz nüchtern betrachtet oder ganz objektiv, wenn man alles andere ausblendet, könnte man natürlich auf die Idee kommen, dass eine hochentwickelte Computerintelligenz in der Tat vielleicht Probleme lösen könnte, die wir sonst nicht lösen könnten, wie, weiß ich nicht, Bewahrung der Umwelt oder der unserer Lebensbedingungen, weiß nicht, Vermeidung von Abfallstoffen oder was auch immer man sich da an positiven Entwicklungen vielleicht vorstellen kann. Aber natürlich waren wir da sozusagen auf zwei Polen. Ich habe eher diese Entwicklung oder betrachte ich als negativ oder als bedenklich. Und sie spricht da in der Tat recht begeistert von. Kann schon sagen, da an der einen oder anderen Stelle klingt es wie so eine KI-Werbebroschüre. Dazu muss man sagen, und wir spielen hier ja auch komplett mit offenen Karten, das ist zum Teil auch die Formulierung eher noch etwas abgeschwächt. Nach Intervention von mir, weil ich gesagt habe, so extrem kannst du das eigentlich nicht schreiben. Und dann muss man sich natürlich die Frage stellen, dieses Buchprojekt, ist das jetzt zufällig entstanden oder ist das in der Tat, wie der Titel ja eigentlich schon sagt, der in der Tat vom Verlag kam, aber finde ich sehr treffend ist das tatsächlich ein sogenanntes Alien-Projekt? Sollte das so geschrieben werden mit gewissen Inhalten, mit vielleicht auch den Zeichnungen? Und sollte da eben auch der Menschheit diese Idee von KI und Transhumanismus verkauft werden, sodass eigentlich diese Begeisterung, die da in den Zeilen durchscheint, gar nicht unbedingt ihre eigene Begeisterung sein muss, sondern auch das sein kann, was ihr da sozusagen mitgegeben wird als Inhalt des Buches, halte ich zumindest für möglich. Ja, es ist ja sowieso auch immer wieder widersprüchlich, ne? Also sie schreibt ja auch Kontakt passiert unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Frage ich mich auch irgendwo, warum. Und doch wollen sie jetzt unter fetten Anführungszeichen, also diese Intelligenzen, wenn es jetzt tatsächlich fremde Intelligenzen sind, natürlich vorausgesetzt. Und doch wollen sie also, dass Clara dieses Buch dann wiederum schreibt. Mhm. Ja? Also es ist auch komplett widersprüchlich. Und sie sagt also, wir sind alle noch. Ja. Genau, der Punkt nicht unbedingt, weil das war ja im Prinzip schon immer so, oder zumindest der Verdacht lag nahe, dass natürlich niemand was von diesen Entführungserlebnissen mitbekommen soll. Aber das Phänomen ist jetzt ja schon seit 40 Jahren bekannt und zum Teil sehr gut dokumentiert. 60 Jahre, das, ne, wenn man jetzt. Ja, genau. Also wenn man jetzt Betty Hill nimmt, also 40 Jahre ist sozusagen so für mich immer der Startschuss mit Bud Hopkins und Missing Time. Also der war so der erste, der wirklich dann in großem Stile
diese Fälle untersucht hat und dann auch andere inspiriert hat und dann auch sehr schnell viele andere Forscher auch aus aller Welt folgten. Was ich damit sagen will, ist nur, das heißt, das Phänomen ist so lange schon bekannt und man kann mutmaßen, dass es auch bekannt werden durfte, auch wenn diese Entführung selber eben immer sozusagen unter größter Geheimhaltung stattfinden und nie irgendwie von anderen, mit vielleicht wenigen Ausnahmefällen, wo dann so Aerial School Sighting ist, mal mehr Zeugen auf einmal gab, wobei es da keine Entführung, aber eben ein Kontakterlebnis war. Also diese Schulsichtung in Uva, Zimbabwe. Aber insofern kann man sich natürlich die Frage stellen, sollen eben Informationen in bestimmten Rahmen bekannt werden. Und das wäre halt hier eben auch so. Es wäre möglicherweise zu viel, wenn jetzt hier irgendwie Clara Wolf Handyaufnahmen vom Biotop veröffentlichen würde, wo sie dann wo die Kinder rumliegen und Spritzen bekommen und irgendwelche Roboterarme durch die Gegend schießen. Aber andererseits es okay ist, wenn sie es zumindest als Zeichnung und in Textform verbreitet, um da vielleicht wirklich, wie ja schon lange die Vermutung ist, so eine sehr sukzessive, schrittweise Einführung dieser Themen oder Informationen in die Öffentlichkeit eben zu begleiten oder zu steuern. Torcado schreibt, die Frau ist Opfer einer klassischen Propaganda der Simulation der Archonten. Und Gero schreibt, was die Anruferin erzählt hatte, also Jana, kenne ich wortwörtlich auch von einer anderen Person. Ah ja, interessant, ja. Wie gesagt. Ja, also ich sag mal, Simulation ist es ohnehin in vielen Fällen erkennbar, gerade wenn ja auch irgendwie so Aufgaben gestellt werden oder sie halt in diesen Umgebung aus der Vergangenheit auf einmal reingesetzt wird, die aber oft dann auch in veränderter Form ihr gezeigt werden. Und dann kommen wir natürlich wieder zu der Frage, wer macht diese Simulationen? Ja, sind das Außerirdische, sind das interdimensionale Wesen, sind die positiv uns gesonnen, negativ, ist das was Dämonisches und so weiter. Ja. Und da werden wir noch keine finale Antwort geben können. Allenfalls vielleicht so ein Gefühl, in welche Richtung das gehen könnte. Ja. Dude Skywalker fragt, wurde dem Gast auch von den Nordics berichtet, also diese großen Menschenart, also diese menschenähnlich aussehenden Wesen, Nordics, wenn sie mal so beschrieben, ja. Ja, ja, also auch die hat also, sie, beschreibt sie ja, ne? Sie beschreibt zumindest Menschen. Genau, sie beschreibt Wesen, Menschen also. Als recht groß, hager, schlank, mit so eher hellem, blonden, schütterem Haar. Ob das jetzt, also ich würde sie jetzt nicht als diese, wie man sie auch manchmal kennt, diese nordischen mit wallender, blonder Mähne und durchgetrainierten, gestählten Körper im hautengen sitzenden, blauen, strahlenden Anzug. Ja. Dieser Nordisch-Type war es sicher nicht, aber sie waren menschlich groß, schlank, mit blonden Haaren, wo auch immer man die jetzt verordnen würde. Die hatten auch eher so eine medizinische Funktion, muss man sagen, wie so Ärzte. Ja, und blablablub und bitte an dieser Stelle die Bitte an den Herrn, dass er bitte nicht immer im größten Font schreiben. Kannst du bitte einfach ganz normal deine Fragen stellen? Ich gehe dann eh drauf ein, aber ja, es ist irgendwie, es poppt den ganzen Chat zu. Und zwar, er fragt, wo ist der Sinn, den Auftrag, ein Buch zu einem Thema wie Alien-Entführung zu schreiben, wenn die Dame doch ein paar Formeln zur Rettung der Welt geben könnte? Ja, das wird aus Sicht dieser Intelligenz, also ich glaube, so viel kann man sagen, es ist was auch immer für eine Intelligenz im Hintergrund, zumindest eine, die Bilder produzieren kann von Dingen, die erst noch passieren, also aus unserer Sicht erst noch passieren. Das wird aus Sicht dieser Intelligenz eine wahrscheinlich zu profane oder nicht weitreichende Fragestellung sein. Und genau darum geht's ja. Was soll das Ganze? Geht's hier einfach darum, die Menschheit zu retten? Und reicht dafür irgendeine Formel oder eine wissenschaftliche
Hilfe aus. Klar, die könnten uns sicher irgendeine also wenn es ja einfach wäre, gell? Ja, also ja. Ja, wahrscheinlich wenn man, reicht es nicht aus. Es geht um, ja, was mehr, wird man und denn mit einer, ja, was wird man denn mit einer Energiequelle machen? Ja, 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 wir werden genau, sie, dann, wir werden Strahlenwaffen dann damit. Ganz genau. Ja. So weit sind die wahrscheinlich auch schon, weswegen sie sagen, nee, so eine unendliche Energiequelle, die können wir euch nicht geben, auch wenn das gewisse Umweltprobleme lösen würde. Und am Ende landen wir aber immer wieder bei der Frage, was ist es für eine Intelligenz und was ist der Plan oder die Agenda, die dahinter steckt? Inwiefern sind es unterschiedliche, unabhängig voneinander agierende Gruppierungen vielleicht auch? Oder ist es sozusagen eine Oberintelligenz, was auch immer es ist, ob KI oder Superbewusstsein, Gott, Teufel, Satan, was auch immer es auch ist, der sozusagen alle anderen Gruppierungen quasi untergeordnet sind und nur einen bestimmten Plan umsetzen. Das können wir leider alles nicht so genau sagen. Ich kann ja mal kurz an der Stelle ein Fazit von ihr vorlesen, wie sie das einschätzt, diese Zusammenhänge. Und zwar schreibt sie da, in dieser Schicksalsgemeinschaft zwischen der Menschheit und außerirdischer Präsenz. Gut, dieses Wort außerirdische Präsenz muss man, aber das haben wir vorher gesagt, darf man dann nicht auf die Goldwaage. Sie sagt am Anfang des Buches sogar, dass Außerirdische unter Anführungszeichen zu verstehen ist, aber dann spricht sie doch wieder von Außerirdischen. Also ja, es ist halt ja, so hin und her. Genau, das darf man nicht jetzt zu eng verstehen. In dieser Schicksalsgemeinschaft zwischen Menschheit und außerirdischer Intelligenz enthüllt sich eine bemerkenswerte Zusammenarbeit. Die Riesenmantis, also diese Gottesäulerin, die reptiloiden Wesen, die kleinen und großen Grauen sowie die blonden Wesen bilden gemeinsam eine Art große Familie, in der sie Reproduktionsexperimente an Menschen durchführen und auch hybride Wesen untereinander erschaffen, um unsere und ihre kognitive und körperliche Entwicklung voranzutreiben. Die Männer in Schwarz, also sie hat auch mit diesem Men in Black immer wieder Kontakte, erscheinen wie eine Art Polizei, die aufmerksam das Geschehen in dieser Allianz beobachtet. Ihre Aufgabe liegt in der Überwachung und Kontrolle möglicher Risiken oder Verstöße, um ein Ausbrechen von Chaos zu verhindern. Das ist jetzt sozusagen ihre Sichtweise, beziehungsweise es könnte natürlich auch die Sichtweise sein, die ihr so durchgegeben wird. Das ist alles eine große Familie. Jeder Teil hat seine Rolle. Am Ende arbeiten wir alle für das große Ganze und wir wollen uns alle weiterentwickeln. Das ist natürlich ein denkbares Szenario, was sie hier präsentiert oder vielleicht auch hier präsentiert wird. Ob es die Wahrheit ist, können wir aber an dieser Stelle leider nicht sagen. Ja, man muss, was ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, also zum Teil werden da halt auch Kinder, also Träume der Kinder beschrieben, wo es also um Elfen und Feen geht, die also jetzt eigentlich ganz normale Träume sind, in die dann kommt man vor, auch schon ein bisschen was hineininterpretiert wird von Clara, also das Gefühl habe ich dann manchmal auch ein bisschen gehabt. Aber okay, wie gesagt, ich kann es ja nur jetzt von einem großen Abstand beurteilen. Was ich auf jeden Fall noch jetzt ansprechen möchte, ist ihre Begegnungen in der normalen Welt. Du hast das ja auch jetzt schon erwähnt, also so schwarze Autos, die sie da sieht und manchmal auch Objekte. Und irgendwo schreibt sie dann auch, sie fühlt sich wie in einem Zeugenschutzprogramm. Also stellen wir da sowas wie Goodfellas vor oder so, keine Ahnung. Ja, da gibt es in der Tat auch immer wieder Begegnungen mit Menschen, Fahrzeugen, die aber trotzdem ungewöhnlich sind. Also beispielsweise eine Begegnung, wo auch der Partner und die Kinder dabei waren. Ich glaube, das war auf der Rückfahrt von einem Urlaub auf einer Autobahn, und da ist natürlich immer die Frage, ist das jetzt ein Zufall? Interpretiert man da was rein oder hat das wirklich mit einem selber in dem Moment zu tun? Mehrere Fahrzeuge, also alle die gleiche Bauart wohl und alle meine dunkle Fahrzeuge ihnen zu folgen scheinen und dann sind sie irgendwie rausgefahren auf so eine kleine Raststätte oder so eher so einen kleinen Parkplatz und die Fahrzeuge sind dann auch rausgefahren, im Abstand haben die gehalten, sind welche ausgestiegen, haben auch dann zu ihnen irgendwie so rübergeguckt
Und sie waren da gerade dabei, irgendwie eine Decke auszupacken und Picknick zu machen. Und dann wurde ihnen das aber so unangenehm und haben sich dann auch irgendwie so bedroht gefühlt. Also auch der Partner, der da ja eigentlich mit all dem nichts zu tun hat und das vieles sich ja sozusagen nüchterner, weil er auch nicht betroffen ist, betrachtet und vieles auch sicher nicht glauben kann. Sie erzählt ihm auch, da glaube ich nur ganz, ganz wenig, dass sie hektisch dann alles wieder ins Auto geworfen haben und dann wieder losgefahren sind und die Autos waren dann wieder hinter ihnen. So Dinge in der Art passieren halt hin und wieder. Auch zum Beispiel, das fand ich durchaus schon auch bemerkenswert, dass sie sagte, da ist so eine große Drohne eine Zeit lang quasi hinter oder über ihr den Weg mitgeflogen. Aber das war, so wie sie es beschreibt, tatsächlich so eine, wie man es kennt, eher aus Filmen oder weiß ich nicht, aus der Tagesschau, die da in Irak und weiß nicht wo, Afghanistan ihre Runden drehen, diese militärischen Drohnen, die da wirklich sehr, sehr riesig sind mit so einem Kamera obendran, was immer dahinter steckte und dann ja viele andere Dinge, dann Hubschrauber oder ein Fahrzeug, was an ihr vorbei fährt und quasi aus dem Fahrzeug heraus blitzt es dann merkwürdig. Oder einmal saßen dann so wie so Men in Black, wie gesagt, drin, irgendwie zwei Gestalten, die wie so Zwillinge aussahen in Anzügen mit, ich weiß nicht, ob sie auch eine Krawatte trugen. Und ja, solche Dinge passieren, wo sie das Gefühl hat, einfach zum Teil reagieren die dann auch auf sie, dass das keine Zufallsbegegnungen sind, sondern so Art Verfolgungen oder Beobachtungen von welcher Fraktion oder von wem auch immer darstellen. Wobei sie aber andererseits auch das Gefühl hat, diese fremde Intelligenz, mit der sie Kontakt hat, die da quasi hinter ihr steht, ja, sozusagen andererseits auch auf sie ja aufpasst, klingt vielleicht komisch, aber so einen gewissen Schutz bietet und sozusagen verhindern würde, wenn gewisse Kreise ihr dazu nahe kommen oder sie gefährden würden. Ja, so ein Eindruck, glaube ich, kommt bei ihr da manchmal durch. Aber was genau dahinter steckt, kann sie auch nicht sagen. Eine Frage, auf die wir schon ein wenig eingegangen sind und die jetzt auch nochmal im Chat gekommen ist, und die natürlich berechtigt ist. Hat sie das auch schon mal psychiatrisch abklären lassen? Also sprich, hat sie da schon mal ganz konventionellen Rat gesucht? Also sie hat sich einmal beim Institut in Freiburg gemeldet, jetzt glaube ich nicht bei dem von Dr. Luca Du, sondern das Institut für Grenzerfahrung, glaube ich, es ähnlich heißt. Aber hat sie das auch schon mal ganz klassisch abklären lassen, ob sie jetzt vielleicht tatsächlich, ja. Ja, also da war sie auch zum persönlichen Gespräch. Sie ist nicht zu irgendeinem Psychiater gelaufen und gesagt, hier, schauen Sie mal, ob ich, weiß ich nicht, an Schizophrenie leide. Ich meine, was soll da auch bei rauskommen? Ja, ich glaube, dass die meisten Psychiater völlig damit überfordert sind, wenn sie vor allem diese Erlebnisse erzählt. Also weiß nicht, ob die viel damit anfangen können, außer dass sie ihr wahrscheinlich irgendein Medikament geben, das sie halt irgendwie ruhig stellt. Ich weiß es nicht. Ja, genau. Also ich meine, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder ein Psychiater, entweder sie bildet sich das alles ein. Der Psychiater sagt, das ist, weiß ich nicht, eine paranoide Schizophrenie beispielsweise und attestiert ihr das und sie kriegt irgendwelche Medikamente. Oder sie erlebt diese Dinge wirklich und dann würde aber dasselbe bei rauskommen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, weil der Psychiater sicher nicht glaubt, dass sie da irgendwie nachts von Reptus besucht wird. Also auch da wird sie ihre Tabletten bekommen. Und ich weiß es ja auch aus dem Bereich der rituellen Gewalt, da haben wir es jetzt üblicherweise nicht mit fremden Wesen zu tun, außer in diesen wenigen Berichten, die ich persönlich bekomme. Aber das sind Menschen, die auch nicht mit ihrem Psychiater oder in der Öffentlichkeit drüber reden würden, bis auf wenige Ausnahmefälle, weil sie wissen, ihre Erfahrungen im Übrigen sind schon unglaubwürdig oder schwer vorstellbar genug. Und selbst die haben ja Probleme. Und sie sprechen in Anführungsstrichen nur von Dingen wie Missbrauch, Mord, Folter und so.
in Form von organisierter Gewalt, die haben ja schon Probleme, dass sie einen Therapeuten finden, der ihnen erstmal glaubt. Ja? Wie sieht's dann erst aus mit jemandem, der hier von Grace und Mantis spricht? Ja? Also insofern ja. Ist es, glaube ich, zumal sie ja auch, ja, wie sie gesagt, auch diese objektiven Bestätigungen für sich hat, wie eine Freundin, die ihr auf Nachfrage sagt, ja, ich erinnere mich noch, wie damals diese Lichtkugeln waren, die uns da verfolgt haben. Oder der Vater, ja, ich erinnere mich noch, wie da immer diese Geräusche waren in der Wohnung, wir wussten nicht woher oder sich Dinge bewegt haben. Oder ja, ich erinnere mich noch, wie wir da im Urlaub waren und auf einmal mitten in der Nacht, ich weiß nicht, am zweiten Tag oder so, waren sie in einem Apartment, kamst du und klopftest an und wolltest ins Zimmer wieder rein und warst irgendwie am Pool gelandet. Genau, genau. Ohne zu wissen, wie sie da hingekommen ist. Oh, ja. Genau. Also insofern hat sie ja für sich auch gewisse Bestätigung, wenn auch natürlich, das muss man ganz klar sagen, sie sich schon immer gefragt hat, was ist da überhaupt mit mir los? Fange ich jetzt an zu spinnen? Und man sicher auch aufpassen muss, wenn man so Erlebnisse hat, dass man nicht dann in Dinge, die eben nichts damit zu tun haben, dann auch was hineininterpretiert. Ja, manchmal, ja genau. Es kann ja wirklich sein, dass jemand tatsächlich eine Psychose entwickelt, warum auch immer, und sich dann einredet, er wird von Aliens entführt, aber eigentlich... Ja, ich meine es jetzt eher sogar in der Richtung, ja, man hat die Erfahrungen, und weil man die Erfahrung hat, ist man halt hypersensibilisiert. Ja, das auch. Das ist natürlich eine unglaubliche Belastung. Ja, ja. Das ist ja klar. Ja, also es ist auf jeden Fall auch psychisch ein ganz schwieriges Thema. Insofern war es für sie selber natürlich auch nochmal sehr, sehr wichtig. Und sie ist da auch dem Stefan Franke zutiefst dankbar, weil der einfach das beste Remote-Viewing da abgeliefert hat, dass sie in dieser Form diese Bestätigung bekommen hat, muss man sich mal vorstellen. Da erzählen ihr Leute bis ins Detail, bis hin, wie sie ihre Arme gehalten hat, wie was sie gefühlt hat in dem Moment, die Dinge, die sie glaubt hat, erlebt zu haben. Ja, unglaublich. Also das ist natürlich eine ganz wichtige persönliche Bestätigung nochmal, die sie da bekommen hat. Bis zu dem Zeitpunkt konnte sie ja auch nicht mit Sicherheit sagen, was war das jetzt? Deswegen hat sie es ja auch Traum genannt. War das ein Traum? Habe ich mir da was eingebildet oder war das eine reale Erfahrung? Auch nochmal kurz aufs Remote Viewing zu sprechen kommend. Die Person 3, also das wird ja kodiert in so einem Remote Viewing, und wie gesagt, wer sich noch nie damit beschäftigt hat, sei nur kurz gesagt, in einem Remote Viewing weiß der Viewer überhaupt nicht, um was es geht. Ja? Und das ist daher noch erstaunlicher, dass sie dann Dinge beschreiben, die also wirklich nur sie selbst wissen kann. Man muss jetzt natürlich den Protagonisten glauben, dass sie dann halt irgendwelche Geschichten erfinden. Und das tue ich eigentlich. Ja, im Prinzip müsste man ja genau Stefan Franke unterstellen und allen, die da beteiligt sind. Ja. Das war sozusagen ein bandenmäßiger Betrug, der da stattgefunden hat. Ja, Stefan Franke beschreibt eine dieser kodierten Personen in diesem Viewing auch als eine KI. Mhm. Also das sind tatsächlich KIs im Spiel, also künstliche Intelligenzen. Und das finde ich schon, interessant, weil ich habe das bis dato noch nie so stark, es ist schon immer wieder auch thematisiert geworden, auch von Whitley Strieber und solchen Leuten, aber so stark thematisiert und einbezogen in diese ganze Entführungsthematik, wie in diesem Buch, habe ich das noch nirgends gelesen. Und das finde ich schon auffällig, ja. Also als ob sich dieses Phänomen wieder einmal an unsere letzte Technologie anpasst. Und vielleicht was völlig anderes ist, als wir da glauben. Aber keine Ahnung, ja. Wirklich, keine Ahnung. Mir fällt gerade noch ein, bei den Remote-Führungen zu dieser Untergrundanlage in Texas hatte auch die eine Remote-Führerin, die da oftmals sehr talentiert ist, weil die wirklich detailliert Dinge beschreiben konnte, bei ihr kam auch sozusagen der Begriff an oder der Eindruck Transhumanismus, fällt mir nur gerade ein. Das heißt, selbst diese Verbindung haben wir hier zwischen diesen beiden Fällen. Ja. Ja. Auch du kommst dann irgendwie vor, du wirst da irgendwie symbolisiert, dass ein Erstklässler mit Schultüte, und sie sagen ihr, dass sie dich mögen.
Tja, ja. Was immer das bedeutet, aber natürlich ganz objektiv betrachtet, sehe ich da natürlich schon, dass in irgendeiner Form habe ich natürlich mit dem Buchprojekt auch zu tun, weil ich war ja derjenige, der ihr gesagt hat, schreib die Dinge mal auf. Ich habe ihr gesagt, zeichne die Dinge und natürlich auch dann bei der Fertigstellung des Buches unterstützt habe. Ob ich das jetzt alles aus freien Stücken oder ob das alles sozusagen spontane Ideen waren. Oder du auch eine Marionette der Aliens bist. Genau. Und in dem Sinne ja auch ich, weil ich dich jetzt auch noch interviewe, genau. Und diesen hinterhältigen Plan, uns alle in die achte Sphäre zu locken, auch noch eine Bühne biete. Absolut, absolut. Das können wir beides nicht mit Sicherheit ausschließen. Ja. Absolut nicht. Wurdest du schon einmal kontaktiert von ihnen? Von fremden Wesen, mhm. Oder was? Also bis auf diese Channelings eben, das waren ja sozusagen, wenn das welche waren, also gut, es waren Channelings, aber wenn es sozusagen auch Channelings mit den Wesen waren, die sich da zu erkennen gegeben haben, diese Kontakte gab es, und aber nicht jetzt in der Form, wie es Clara Wolf erlebt, und weswegen für mich auch diese Channelings nochmal eine Bestätigung erhalten haben, also in der Form, dass es möglich ist, mit fremden Wesen zu kommunizieren durch Menschen, weil ich eben auch gerade im Nachgang auch zu dem zweiten Buch erst mehrfach dann so Art Besetzungen erlebt habe, die über so ein reines Channeling nochmal hinausgehen, wo ja sozusagen nur einer entspannt vor dir liegt, manchmal noch halbwegs mitbekommt, dass er da redet, manchmal meine ich, sich dann auch nicht erinnern konnte, aber es letztendlich nur eine Kommunikation ist, aber ich auch schon erlebt habe, Erfahrungen, wo jemand ja quasi komplett übernommen wurde und klar war, der Mensch ist da sozusagen jetzt erstmal ja ruhig gestellt oder raus aus dem Körper, mehr oder weniger. Aber also über das hinausgehend habe ich selber keine Kontakt- oder Entführungserfahrung oder ähnliches. Zumindest kannst du dich nicht daran erinnern. Zumindest kann ich mich nicht erinnern, genau. Eine Aussage noch, auf die ich noch eingehen möchte aus dem Buch ist, da schreibt sie, als ob sie ein unsichtbares Netz aus EM-Wellen, also elektromagnetischen Wellen, spinnen. Da fällt mir natürlich Mobilfunk ein und dazu braucht man eigentlich gar keine Aliens. Um die Erde rum, glaube ich, oder so, an einer Stelle. Ja, so. Ja. Ja, genau. Ich glaube, sie hatte auch so eine Zeichnung gemacht, wo da sozusagen wie so ein Schirm um die Erdkugel zu sehen ist. So eine wabenmäßige Struktur ist das auf der Zeichnung. Fand ich ganz interessant, weil dieses Konzept, meine ich, auch an anderer Stelle schon aufgetaucht ist. Ich meine sogar beim hier Mindwalking, beim Ulrich Kramer, der irgendwie sagt, da gibt es quasi wie so ein es gibt eine, Schirm um die Erde so rum. So in 30 Kilometer Höhe ungefähr gibt es da offenbar, ich glaube, irgendwo in der Gegend, wie auch immer man das jetzt so genau feststellen kann, gibt es da irgendwo so wo dann wie so ein Netz ankommende Seelen, was auch immer, wie auch immer, in welcher Form auch immer, da dann ziemlich durchgeschüttelt werden und mit allen möglichen Bildern und Dingen überflutet werden und eigentlich, also so der erste Schock und eigentlich, ja, völlig faszinierend. Kann man alles nachhören, ja. Ist alles im Archiv. Ja, daran musste ich denken, als ich das sah oder von ihr hörte, mit diesem Schutzschirm oder Schirm um die Erde rum, was sie, wie gesagt, dann auch als so eine wabenförmige Struktur um die Erdkugel herum auf irgendeiner Zeichnung, meine ich, taucht das auf, dann aufgezeichnet hat. Völlig irre. Vielleicht auch noch in den USA seit ein paar Jahren ja dieses Thema in aller Munde, bei uns da natürlich dümpelt es noch immer mehr oder weniger im alten Geist, aber Grash und Co., dort fallen ja Aussagen wie Interdimensionals, mit denen wir es hier zu tun hätten und so weiter. Und
Avi Loeb zum Beispiel bringt ja sehr oft das Thema KI und künstliche Intelligenzen da auch in diese Diskussion ein. Mhm. Ja, wie siehst du da den Zusammenhang? Also ich kann es mir in zwei Varianten vorstellen, dass eben, so wie sie schreibt, künstliche Intelligenz ein Faktor in diesem ganzen Szenario oder auch bei der Entwicklung dann der Menschheit spielen soll, also künstliche Intelligenz eingesetzt wird, möglicherweise auch in Form einer solchen Verschmelzung dann mit einem biologischen Anteil, um Menschen im Sinne jetzt dieser Intelligenz im Hintergrund zu optimieren, die Leistungsfähigkeit zu erhöhen, bestimmte Ziele zu erreichen. Das wäre so das eine, wo ich KI sehen könnte. Und das andere wäre natürlich dann die noch weiterreichende Frage oder Szenario, ob nicht eine KI quasi hinter allem steckt und wir hier in einer simulierten Playern KI-Welt umherschweben. Kann ich aber nicht sagen, ob überhaupt was von den beiden Varianten oder welche davon zutrifft. Aber ja, das ist so das, was mir da einfällt zum Thema KI. Transhumanismus eben, hatte ich auch schon gesagt, tauchte auch im anderen Kontext bei mir schon auf. Das mag schon sein, dass irgendjemand Interesse hat, die Menschheit dann auch mit der Technik zu verbinden, mit welcher Intention auch immer. Ja, ist eine gute Frage. Zum Abschluss kommend, wir sprechen jetzt wirklich 3 Stunden. Ja, ja, reicht auch langsam. Langsam gehen die Batterien. So ist es, ja. Zu neigen. Aber die Erfahrungen nach Veröffentlichung des Buches, die gehen ja eher in eine dunkle Richtung. Und sie gehen ja weiter. Genau, sie gehen auf jeden Fall weiter. Mein Gefühl ist, es ist eine neue, interessanterweise neue Qualität von Erfahrung, die. Und da hatte ich auch mit der Autorin gesprochen, da kann ich und macht auch gar keinen Sinn, zu sehr jetzt ins Detail gehen. Aber was man sagen kann, es nimmt eher so eine noch dunklere Richtung von Erfahrungen. Und ja, ob da jetzt, sie notiert sich natürlich das, was sie erlebt, sie macht auch noch Zeichnungen, ob da jetzt auch ein Buchprojekt draus werden wird oder werden soll, kann ich nicht sagen, aber es geht auf jeden Fall weiter. Und ja, wenn sozusagen die Zeit reif wäre oder Sinn machen würde, würdest du das sicher auch dann bekannt machen oder man kann in der Interviews dann auch drüber sprechen. Im Moment kann man es aber auch noch gar nicht wirklich absehen oder begreifen, was jetzt genau dahinter steckt oder in welche Richtung genau es jetzt geht, auch wenn sich jetzt irgendwie scheinbar etwas anders anfühlt oder eben diese Erfahrung eine andere Qualität bekommen haben. Ja, es ist wirklich interessant. Also ich habe das jetzt auch so ein bisschen bei mir abgespeichert unter Contactee 3.0. Ne? Also ja. Nach diesen ganz ersten Kontakten aus den 50ern, dann diesen klassischen Kontakterfahrungen, Entführungen und so weiter, 70er, 80er bis in die 90er, dann ist das ja alles ein bisschen abgeflacht und jetzt irgendwie da. Also wie du eingangs schon gesagt hast, also sehr, sehr ungewöhnlich in der Form, so intensiv kenne ich das eigentlich nicht. Es ist auch die Frage, was ihr alles nicht erzählt, das wissen wir natürlich nicht, aber gut, da kann man viel reininterpretieren. Ich kann sagen, sie erzählt eigentlich alles. Es mag sein, hier und da vielleicht ein persönliches Detail wird weggelassen, auch einfach zum Schutz ihrer Familie oder auch ihrer Anonymität. Aber sie erzählt also weitgehend alles, an was sie sich erinnern kann. Ja, aber die Frage ist halt, ist das, woran sie sich erinnern kann, überhaupt das Wesentliche? Oder, ach so, oder ja, erzählt? Ja, genau. Nein, das ist jetzt nur ein anderer Aspekt noch. Erzählt sie jetzt nur irgendwelche Geschichten, die für uns völlig verwirrend klingen, aber im Hintergrund passiert halt was, das halt sehr klar ist, vielleicht sogar, oder auch. Wie anfangs schon gesagt, das ist keine wirklichen Antworten, nur neue. Ich glaube, sicher ist, dass auf jeden Fall sie viel, viel mehr erlebt hat, als sie erzählt hat. Also das steht fest, weil sie kann sich nun mal ja nur bruchstückhaft erinnern
Und allein, wenn man sich das Remote Viewing anschaut, wo sie ja auch nur wenig wusste von dem, was passiert ist, und dann aber im Remote Viewing doch noch einiges dazu kam und vieles auch klarer wurde, das hat an dem Beispiel ja schon gezeigt, da steckt sicher nicht hinter allem oder aber hinter manchem dann doch noch viel mehr. Es ist vielleicht auch logischer, wenn man das Gesamtbild kennt, ob wir es trotzdem am Ende überhaupt verstehen können, wie alles zusammenhängt, was dahinter steckt und was die Absicht ist, bleibt zumindest im Moment, meine ich, noch offen. Ja. Absolut. Ja, vielen Dank für deinen Einsatz, dass Gerne. Du Clara da auch unterstützt hast. Und ich glaube, ohne dich wäre dieses Buch nicht entstanden. Natürlich ohne sie auch nicht. Ne? Aber ich glaube, du hast da schon einen wesentlichen Teil geleistet. Vielleicht das Marionette der Aliens oder was auch immer. Genau. Ja, vielen Dank. Und gerne. Ich immer wieder, immer ausgesprochen faszinierend, die Sendungen mit dir. Die letzten vor dieser waren natürlich sehr gruselig, aber ja. Und diesmal zum Glück nicht, genau. Und ich danke dir auch nochmal, dass du überhaupt den Themen nach wie vor da diese Plattform bietest und man mit dir halt auch, das muss man auch sagen, ist ja auch nicht üblich, da hier mit fast jetzt einem 3-Stunden-Interview ja wirklich auch tief in die Materie reinsteigen kann, was natürlich auch viel damit zu tun hat, dass du selber ja über die Jahre dir da schon einiges an Wissen angeeignet hast und da mit einem anderen Verständnis als, weiß ich nicht, so der normale YouTuber, möchte ich mal sagen, an das Thema rangehst. Also insofern auch Dank zurück. Ja, also je mehr ich drüber lerne, desto weniger verstehe ich eigentlich. Aber ja, danke. Aber zumindest mit einem, ja, mit einer gewissen Offenheit und mit einem, ja, zumindest kannst du auch an, ja, von anderen Interviews und Input immer wieder profitieren. Ja. Das auf jeden Fall, ja. In 24 Jahren hört man viel. Ja. Ja, Marcel, vielen, vielen Dank und freue mich schon auf das nächste Mal. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder mal. Ganz sicher. Bis dann. Okay. Tschüss. Tschüss.